Moin Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuesten Video, aber bevor ihr jetzt weiterschaut, abonniert einmal schnell meinen neuen Kanal, Nils Extended heißt der. Da werden in Zukunft viele Videos kommen, die dann nicht mehr auf dem Hauptkanal zu sehen sind. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, Nils Extended abonnieren. Sorry Bizarre, herzlich willkommen zum Watch-Party-Gucken-Veranstalten von Pen & Paper Mordmänner Sorry Bizarre, unserem noch jüngsten Pen & Paper-Abenteuer in der Mordmänner-Welt, denn am Freitag den 30. und am Samstag, den 31.08.2024, spielen wir die nächste Runde. Da geht es nach Berlin. In Vorbereitung auf dieses Abenteuer schauen wir das jetzt nochmal zusammen. Falls der jüngste Teil schon gelaufen ist, wenn ihr das hier seht, ist ja egal, denn das war auch eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Wir werden das in zwei Teilen, in mindestens zwei Teilen schauen und legen jetzt direkt einfach mal los. Let's go. Oh, da seid ihr ja endlich. Kommt doch rein, bevor wir das Intro machen. Sitze ich hier richtig oder muss ich mich immer umsitzen? So, jetzt müsste eigentlich die Pre-Show schon rausgeschnitten sein. Hallo, da seid ihr ja endlich. Hallo. Herzlich willkommen. Jetzt verstehe ich den Joke. Das ist gut, ne? Und ich auch. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass du da seit einer Woche. Wir auch. Ja. Und ich warte auf das Go von der Regie seit einer Woche. Ja, ich war leider krank. Sorry dafür. Ja, da war was. Danke, dass ihr so flexibel wart, weil ich dachte schon, das wird heikel, einen zweiten Termin finden, weil es nicht so einfach allein einen Tisch kriegen. Sieht aber gut aus. Freitagabends ist ja bei uns Partytime. Yes. Ja. Ich kenne euch doch. Normalerweise gehen wir in die Clubs in Hamburg und auf Ibiza. Das und schlägt eine Kerbe in unsere Feieraktivität. Jedes Mal, wenn wir ankündigen, kriege ich Anrufe von Clubbesitzern, wütende. Was machst du? Unsere Kinder brauchen eine Spange. Heute aber vielleicht auch noch mehr, weil ihr seid ja auch am Start. Geld. Guten Tag, alle, die nicht Party macht heute Abend. Und morgen. Jetzt mal ganz kurz, ne? Das war nicht geplant. Wir haben ja alle das Gleiche an. Wir sind eigentlich alle in Schwarz gekleidet. Das war aber nicht so abgesprochen. Und ich frage mich doch, ist das noch die Pre-Show? Das ist noch die Pre-Show. Okay. Wir gehen dann hier direkt. Start des Abenteuers. Da gehen wir rein. Die Pre-Show sparen wir jetzt heute mal. Let's go. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Pen and Paper, Moreton Manor, Soiree Bizarre. Es ist tatsächlich soweit. Nach einer ganzen Weile sind wir endlich mal wieder in alter Belegschaft zusammengekommen und können unser Abenteuer weiterführen um die dämonologische Ermittlergruppe. So könnte man es am besten sagen. Ist hier vielleicht, Wir haben gerade, Entschuldigung, was meinst du? Ich wollte sagen, vielleicht ist hier ein Geist, weil das Hackebeil ist einfach so aus dem Käse geflogen. Also ich habe mich schon gewundert, was du geknackt hast. Käsegeist. Wir haben eben schon an den Charakteren weitergemacht. Wir haben tatsächlich. Das gehört übrigens so zum Feeling dazu, wenn man da sitzt. Das Setting ist cool, alles ist da, aber dieser Tisch mit den reichhaltigen Gaben, ne, dass man da was zu knabbern hat, ein bisschen was Süßes, ein bisschen was Deftiges, was man die ganze Zeit über so schmausen kann, das ist so wichtig, um in dieses Gefühl reinzukommen. Das könnt ihr, glaube ich, gar nicht vorstellen. Deswegen ist es auch immer wichtig, wer das gerade macht. Also es gibt so, also bei Rocket Beans gibt es ja natürlich auch Leute, die haben es schon häufiger gemacht, wie Lydia oder so. Die wissen dann genau, was sie da hinstellen müssen. Und das ist immer wie nach Hause kommen. Das ist ganz wichtig. Das sind so Kleinigkeiten. Darf man nicht unterschätzen. Alles, was hilft, so in die Stimmung, in die Rolle reinzukommen, sehr unterschätzt. Ich danke an euch, an alle, die auf Social Media geholfen haben, noch so ein paar Fehler zu finden. Wir haben ein paar Sachen noch geändert, nachgetragen und so. Sind aber eigentlich jetzt schon so weit, dass wir relativ nahtlos ins Abenteuer starten können. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr ja auch fleißig nachgeschaut. Wenn ja, nicht. Oh, doch, habe ich. Echt gehabt. Vier Jahre ist es her, ne? Wirklich. Ich habe alle angeguckt. Wirklich 4 Jahre her. Wirklich? Das letzte Mal ist 4 Jahre her. Ende. Du bist ein alter Mann. Ich vergesse das einfach. Ja. Du bist ja da, um mich zu erinnern. Nein. Ah, stimmt, das kann schon hinkommen. Ja, vier Jahre. Krass, ne? Ist halt 26. Oktober. Ohne halt dazwischen und so, ne? Ja, Mann. Ja. Geil, dass wir es machen, ey. Freunde, nach 4 Jahren geht es tatsächlich weiter. Ich würde dann mal den Prolog vorlesen, um euch so ein bisschen reinzuholen ins Abenteuer. Wir befinden uns in Paris am Hauptbahnhof. Euer Zug kommt mit einem Schnauben zum Stehen. Und eilig beginnt das Zugpersonal, eure unzähligen Gepäckstücke auf Rollwagen zu stapeln, welche bereits für diesen Zweck bereitstehen. Es war eine lange Reise, doch weniger beschwerlich, als ihr befürchtet hattet.
Der Umweg war einer der Gründe, weshalb nicht alle in eurer Gruppe von der Idee begeistert waren, zuerst noch einen Abstecher nach Paris zu machen, bevor es endlich nach Berlin geht. 4 Jahre, das ist echt krass. Die Adresse, welche auf den Schriftstücken von Herrn Strauß zu finden war, und eurer nun Jahre andauernden Suche nach dem Ursprung der offensichtlich zusammenhängenden übernatürlichen Zwischenfälle ein fruchtbares Ende bereiten könnte. Ich nasche jetzt hier einfach auch. Das gehört dazu. Dr. Tesseract bestand darauf, der Einladung seines alten Freundes Dr. Hugo Canot nachzugehen. Und auch andere von euch können nicht leugnen, dass die Aussicht auf einen der ersten Luftschiffüberfahrten von Paris nach Berlin wie eine angemessene Art klingt, zum Grand Finale des wohl wichtigsten Falles eurer Karriere anzureisen. Denn, wenn auch von einigen weiterhin belächelt, euch eilt ein Ruf voraus. Mach mir das jetzt sehr gemütlich. Der Ruf der wohl fähigsten Ermittlergruppe in Sachen übernatürlicher, okkulter und sonderbarer Fälle und Ungereimtheiten. Ghostbusters! In der Freunde der Wahrheit. Erwartet ihr dementsprechend einen angemessenen Trubel nach eurer Ankunft. Tesseract kennt seinen alten Freund Canon und erwartet eine Unterbringung im besten Hause am Platz. Bisher wisst ihr aber nur, dass man euch am Bahnhof abholen möchte. Wer, wann und wie? Das ist das erste kleine Rätsel, welches es in der französischen Hauptstadt zu lösen gilt. Ihr steht also am Bahnsteig mitsamt all eures Reisegepäcks und schaut euch um. Lord Henry, Graf Mon und Winston schauen Jobo, danke. Tesseract fragend an. Mon Dieu, ich verstehe es nicht. Der müsste längst hier sein. Sie brauchen mich nicht so angucken. Normalerweise ist er ein Mann der Pünktlichkeit. Wir kennen uns und er weiß, dass ich es nicht tolerabel finde, nicht rechtzeitig abgeholt zu werden. Möglicherweise hat sich rumgesprochen, Lord Mon, dass Sie mit 37 Gepäckstücken angereist sind. Naja, die Hälfte davon sind ja, Dinge, die wir alle brauchen, ne? Also ein Ritter. Sie werden noch den Moment erinnern, an dem wir dann mehrere Ritterrüstungen brauchen. Ich schleppe gerade. Und dann sind sie bereits eingepackt. Das sage ich Ihnen. Und entstaubt und eingeölt und gechromt. Graf Mon, schauen Sie die anderen Bediensten an. Schauen Sie, sie sind glücklich. Das ist doch kein Glück. Ja. Das ist oberflächliches Gegrinse. Diese Liebe, die wir untereinander haben, zwischen Bedienstetem und ihrem Gott sozusagen. Was bin ich für Sie? Ich weiß es nicht. Graf Mon, ich bin hier hinten. Entschuldigung, gehen Sie doch weg, warum gucken Sie mich überhaupt an? Ein irritierter Schaffner tritt zur Seite und... Was ich noch fragen wollte, bekomme ich denn nun meine eigene Kutsche? Ihre eigene Kutsche? Ich dachte, wir verreisen zusammen, wie das gute Freunde machen. Wie der Pöbel. Wir würden gern jede Minute, die uns mit Ihnen noch bleibt, nutzen. Wir wissen ja nicht, wie lange Sie noch unter uns weilen. Das ist wahr. Es kann jeden Moment vorbei sein. Der Ass hat gesagt, die Hälfte meines Lebens ist bereits vorbei. Ja, tatsächlich haben wir eine Wette am Laufen, Monsieur Tesseract und ich. Oh. Wie lange Sie es denn wohl noch machen? Kann ich mit einsteigen? Sie nennen es Wette, ich nenne es Hoffnung. Und wieder aus dem Bild raus. Um euch herum wuseln auch tatsächlich überall Leute. Ihr steht in diesem riesigen Bahnhof von Paris. Überall sind Leute, sind gerade aus der Bahn gestiegen. Ist so eine Art Kopfbahnhof in dem Fall. Das heißt, ne, ihr könnt quasi nur in eine Richtung raus. Also die Bahnsteige, die Züge fahren so ein und alle Dinge, es gibt nur einen Ausgang aus dem Bahnhof. Eure Koffer, wie ihr schon gesagt habt, Unmengen, also wirklich Berge von Koffern, vor denen ihr so steht. Und in diesem Gewirr scheint zumindest jetzt noch nicht sofort jemand auf euch zuzukommen oder auf euch aufmerksam zu werden. Übrigens, Regie, wir hören im Studio noch keine Atmosphäre, falls es welche gibt. Also ich habe sie gehört, es gibt die auf jeden Fall, aber... Monsieur Teresa, ich möchte gerne noch einmal nachfragen. Ihr werter Kollege, Dr. Hugo Canot. Woher kennen Sie den Herrn Canot? Nun, er ist ein alter Kollege von mir. Ich kenne ihn von der Universität. Wir haben viel gemeinsam durchgemacht. Er ist ein äußerst gebildeter Mann und normalerweise, ich möchte nicht wieder sagen, es ist ein Chirurgenwitz, aber abgemacht ist abgemacht, sagen wir immer. Sie sind mir ein Satz. Er müsste eigentlich kommen. Nee, auf jeden Fall. Nicht. Also für dich auch, du kennst ihn, genau wie du gesagt hast, seit dem Studium. Sehr ernster Mann. Also niemand, der jetzt Witze erzählt. Und als er dir geschrieben hat, dass es eine Einladung gibt für eben diese erste Luftschifffahrt von Paris nach Berlin, war dir schon klar, das ist eigentlich kein Mann, der Vergnügung zu schätzen weiß. Aber ich glaube, das ist dann im nächsten Teil, ne? Also die Luftschifffahrt müsste dann doch eigentlich am Freitag auf uns warten. Ne? Also
du liest daraus, es hat einen Grund, dass du eingeladen wirst. Und ja, deswegen bist du dem auch nachgekommen, weil dir klar ist, der lädt mich nicht einfach zu irgendeiner Luftschifffahrt ein. Nun, man kann viel über Monsieur Canot sagen. Eins kann man nicht sagen, es macht keinen Spaß, die Zeit mit ihm zu verbringen. Das heißt, ich glaube nicht, dass er uns eingeladen hat, um uns zu zeigen, wie wunderschön Paris ist oder dieses Luftschiff. Ich habe die Vermutung, er möchte uns vielleicht auf einen Fall ansetzen. Ich denke, wir sollten in Zukunft mal darüber reden, ob wir uns nicht vorab darüber informieren, weshalb wir irgendwo hinreisen. Ich habe das Gefühl, das passiert uns häufiger. Ja, aber Reisen macht so viel Spaß. All die Koffer. Ja, die müssen Sie ja selber nicht tragen. Ja, Sie doch auch nicht. Die sind jetzt auch alle auf so Gepäckwagen gepackt und es stehen so die junge Menschen da und warten scheinbar darauf, dass ihnen sagt, wo diese Koffer hin sollen. Da haben sie aber einen schönen Turm gebaut, nicht wahr? Das ist doch ganz beeindruckend. Schauen Sie doch mal. Nun gut, wir brauchen nun einen Kutsche. Vor allem die an, ne? Wissen kommen. Natürlich, du bist eigentlich die Person, die ihnen sagen soll, wohin mit dem Zeug. Wie gesagt, es gibt quasi eh nur eine Flieht, Richtung. Ihr Narren! Winston, machen Sie das doch mal! Reden Sie doch mal mit Ihren Leuten da! Ein wichtiger Zusatz, wir werden ab und zu Akzente spielen, so wie du das tust, vielleicht tue ich das mal bei Charakteren, aber wie wir das auch immer machen, Sprachen spielen nur dann eine Rolle, wenn es fürs Abenteuer wichtig ist. Wir gehen davon aus, ihr könnt mit allen Menschen reden. Okay. Ihr müsst nicht die ganze Zeit Akzente imitieren, ich werde das auch nicht die ganze Zeit tun, außer es trägt dazu bei, einen Charakter besser zu interpretieren. Es ist aber lustig, weil du hast ja extra die Werte Englisch und Latein. Ja, ja, das meine ich aber eben, es kann zum Beispiel, wenn es ein Fachbuch ist, spielt okay, dann, das eine Rolle, ja, ob man gut im Lesen oder Verstehen einer Sprache ist. Wenn jetzt aber in Fall, es wäre halt einfach nur nervig, wenn bei jedem Charakter jetzt niemand könnte ihn verstehen, außer Tesseract werden. Und wir können alle kein Französisch. Und ihr wart ja auch in Deutschland im letzten Abenteuer, musste nicht jeder Deutsch sprechen. Lord Tesseract, vielleicht können Sie noch mal auf den Brief schauen. Doktor. Das ist der Lord. Dr. Tesseract. Geht das jetzt bei Ihnen auch schon los? Entschuldigen Sie bitte, Lord. Nicht jede Person, mit der Sie sprechen dürfen, ist ein Lord. Bei Ihnen entschuldige ich mich nicht. Können Sie bitte noch mal auf den Brief schauen? Vielleicht steht da einfach eine Adresse auf dem Brief. Es war tatsächlich nur ein Telegramm. Also er hat wirklich nur so ein kurzes Schreiben bekommen mit einer Einladung. Nun, da steht nicht sehr viel mehr drauf, als dass wir uns hier treffen. Aber ich würde vorschlagen, vielleicht gehen wir einfach mal in die Haupthalle des Bahnhofes. Der Gare de l'Est ist ein sehr großer Bahnhof. Es ist sehr schwierig, hier manchmal Leute zu finden. Und vielleicht gehen wir einfach in die große Haupthalle, wo noch mehr Menschen sind. Wie heißt der Bahnhof? Gare de l'Est? Gare de l'Est. Nach wem ist der benannt, der Gare de l'Est? Nach Garde, dem großen Erfinder der Eisenbahn. Meinen Sie Wayne Garde. Ah, Wayne Garde. Wayne Garde. Ah, Wayne Garde l'Est. Das war doch der Vater von John Garde. Ah, na, Johnson. Den kenne ich doch. Ich erinnere mich. Johnson, ja, wir waren zusammen auf der Schule. Ja. Wayne interessiert's. Richtig. Deshalb gehen wir jetzt in die Haupthalle und gucken einmal, vielleicht sehen wir dort jemand mit einem Schild oder etwas ähnlichem. Ein Ritter? Einen Ritter vielleicht. Ey. Oh, ich sag einfach nichts mehr. Es ist unangenehm. Es wird die ganze Zeit passieren. Ich weiß, es entzaubert auch das Hirn irgendwie ein Stück weit. Wenn man immer das. Ich kann gar nichts mehr sagen, weil am Ende, das ist einfach. Ich sag einfach nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Mein Gott, wir mischen uns heute so ein Schild, meinen Leute. Nein, ich meinte tatsächlich ein Schild. Ein Schild? Ein Schild. Ein Schild. Ich bleibe tatsächlich bei den Bediensteten, weil ich will nicht, dass die Sachen weggehen. Nee, also die folgen euch dann auch. Also ist gut, weil die gucken dich die ganze Zeit an und warten darauf, dass du was tust und folgen dir dann mit diesen Rollwagen. Alles Winston! Ist auch wirklich so eine ganze Karawane aus Rollwagen. Irgendwo gucken irgendwelche Ritterrüstungen raus und ja. Monsieur Wilson, können Sie darauf achten, dass alle Koffer mitkommen, bitte schön. Kümmern Sie sich um die Rüstung, bitte. Niemals. Okay, ja, dann gebe ich Ihnen Zeichen, mir bordlos zu folgen. Machen Sie. Also folgen dir anstandslos, ne? Ist auch wirklich klar, dass du die Verantwortung hast. Nice! Darf ich vorschlagen, dass wir mein magisches Monokel nutzen, um vielleicht herauszufinden, wo wir hin müssen? Oder gibt es da bessere Wege? Monokel nutzen. Das hätte ich zum Beispiel fast vergessen. Er hat ja dieses magische Monokel. Und ich kann nur noch mal sagen, es ist so krass, dass das zwischen diesem Abenteuer und dem davor 4 Jahre liegen. Das ist unglaublich. 4 Jahre. Herren, wie Sie wissen, habe ich ein magisches Monokel. Ich höre nie auf, darüber zu erzählen. Und ich kann es vielleicht nutzen, um uns einen Weg aus diesem Gedränge, aus diesen vielen armen Menschen der anderen dieses Monokel jemals benutzt. Ja. Wir haben es irgendwann mal schon als Taschenlampe, aber nur. Echt? Okay, ich wollte nur sicher gehen, ob
du quasi würfeln musst, es dass die alles. Dir glauben, dass das ein magisches Monokel ist. Wir haben das, okay. Ach, ich jetzt hier, Da konnte ich jetzt klug scheißen, weil ich nämlich ja in Vorbereitung den letzten Teil vor Sorry Bizarre mit euch zusammen geguckt habe. Deswegen wusste ich das alles. Wenn ich mal in der Schule mich so vorbereitet hätte, ne? Wo hätte ich alles sein können? Was hätte ich sein können? Männerhistorie 100, weil ich die Folgen geguckt habe, aber es ist tatsächlich so, wir haben es ganz viel benutzt. Ah, okay. Ja. Nun, Graf Mon, ich freue mich immer, wenn Sie das magische Monokel benutzen, aber auch ohne Monokel steht dort Ausgang. Ich kann es nicht lesen. Was steht da? Hauswand! Du guckst durch und du siehst tatsächlich nichts leuchten. Also nichts Auffälliges, keine Magie, die du sofort entdecken könntest. Ich kann Sie beruhigen, meine Herren, es gibt hier keine Magie. Da fantastisch, dann sind wir wirklich nur hier, um uns zu amüsieren. Wo sind denn hier die interessanten Orte in dieser Stadt, der Tesseract? Als ihr so in die Halle geht, seid natürlich auch eine rausstechende Gruppe, kommt eine junge Frau offensichtlich. Hallo! Hallo! Eine junge blonde Frau kommt euch entgegen und es scheint ganz aufgebracht, hat auch so ein Schild unterm Arm, wo aber irgendwie nur so gekrakelt draufsteht. Und da sind sie ja, da sind sie ja, meine Herren, es ist mir eine Ehre. Hallo. Und schüttelt euch allen auch ganz aufgeregt die Hand. Eine junge, also wirklich sehr junge Frau. Au. Schüttel sie die Hand. Au. Hier kommt es vor, du durchgeschüttelt wirst. Und dann, ich bin so froh, dass ich sie gefunden habe. Mein Kollege, Herr Gano, hat mich natürlich zu Ihnen geschickt. Ah, endlich. Wir haben schon überlegt, wo bleiben Sie denn? Es tut mir leid, Mademoiselle. Camille Bigot ist mein Name. Camille, oui, sehr gut. Ah, Camille, darf ich Camille sagen? Natürlich, Herr Tesseract. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit. Ah, danke schön, das ist lieb. Mademoiselle, können Sie uns sagen, wie kommen wir denn jetzt zu Herrn Gano? Oh, die Kutsche wartet bereits. Herr Cano hat natürlich, Dr. Cano hat natürlich im Club Bizarre für uns etwas reserviert. Der Club Bizarre hat wieder auf? Du hast noch nie vom Club Bizarre gehört. Ich habe noch nie davon gehört. Genau, das ist eher das Verwunderliche, weil eigentlich bist du in der Pariser Société, du kennst dich in der High Society. Club Bizarre, das habe ich noch nie gehört. Exklusivst, ein ganz hervorragender Laden. Vor 2 Jahren gegründet worden. Ich kann es nur allerwärmstens empfehlen. No. Ey, ich 100 pro habe ich in dem Moment, als sie das so betont haben, an Pizza Club, Club Pizza gedacht. Und ich erforsche mein eigenes Hirn gerade. Und ich glaube, ich sag später auch noch was dazu. Aber ich glaube, das ist der Moment, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Habt ihr aber auch gehört, oder? Das klang schon wie Pizza, oder? Bon, wollen Sie noch etwas am Bahnhof machen? Nein, ich bin auch hungrig und ich liebe italienisches Essen. Okay, alles klar. Ich würde mir gerne noch, wenn es möglich ist, eine Zeitschrift kaufen über alte Herrenuhren. Haben Sie... Aber es ist so traurig, guck mal, ihr habt... Es reagiert auch niemand, ne? Es reagiert einfach kein Schwein. Was ist los mit denen? Das ist vielleicht zufällig Geld, Lord Grey. Und ich glaube, ich muss meinen eigenen Gag dann noch mal wieder wie so ein Kind, was der Vater an der Schule anmelden will und dann wird es nicht genommen. Und dann, ja, hier ist es nochmal. Was verständlich, soll ich es anschreiben, so wie alle ihre Ausgaben? Nehmen Sie einfach 1-2 Bitcoins. Wie viel benötigen Sie denn diesmal, alter Herr? Ja, was kostet denn heutzutage so eine Zeitung? $100? Ich weiß es nicht. Woher soll ich das denn wissen? Wer weiß das denn? Sie wissen das doch. 2 Cent. 2 Cent? Ist das mehr oder weniger als $100? Weniger. Super, Lot. 2 Cent. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich mag die Charaktere, die Jungs spielen, lieber als die Charaktere selbst. Ich glaube, wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich einfach, dass sie in der Rolle bleiben. Vielleicht rede ich mal mit denen am Freitag. Geht euch das auch so, wenn ihr einfach dauerhaft... Wäre das eine Verschlechterung? Werfst du einfach weiter und gib ihm ins Gesicht. Wie war ihr werter Name nochmal? Camille Bigot. Camille Bigot. Was habe ich jetzt gekauft? Let's go, Camille Bigot. Was habe ich gerade gekauft? Ja, eine Tageszeitung. Würfel mal auf Witz.
Ich tanze. Oh, jetzt geht's los. Wie du tanzt. Ich tanze, vor Freude. Ich tanze. Okay, dann würfel mal auf Tanzen. Ja, okay. Ich würde mal behaupten, das würde ich dir um 20 erschweren. Ja, weil du fängst halt mitten am Bahnhof an zu tanzen. Ja, so ein bisschen geschwingt halt. Ja, okay, wirklich. Okay. 30 habe ich da drauf. Ja, ja, dann musst du 10 oder weniger. 87. Du fängst also offensichtlich an, so dezentes Steppbeinchen hinzulegen. Die Leute gucken dich eigentlich alle nur ein bisschen irritiert an. Ich höre auf. Und auch Camille ist so, Winston! Hören Sie auf, ja, wie ein Wahnsinn herumzutanzen! Okay. Ich muss mich entschuldigen. Oh, es war eine sehr lange, strapaziöse Reise. Vielleicht brauchen wir jetzt alle eine kleine Erfrischung. Ich würde sagen, lassen Sie uns doch möglichst schnell zum Club Bizarre, sagten Sie? Club Bizarre. Club Bizarre. Aufbrechen. Gerne, gerne. Die Kutsche wartet bereits. Und die Träger kümmern sich natürlich um ihre Sachen. Und die Träger gehen wirklich raus und fangen an, auf die zweite Kutsche mit so einem Wagen dahinter wirklich euer Gepäck alles aufzuladen. Das wird eine Weile dauern. Ihr seht aber auch tatsächlich sofort eure Kutsche da stehen. Ist eine relativ schnieke Kutsche. Es sind auch überall Menschen. Also der Bahnhof ist voller Leute. Überall wuseln Menschen herum. Wolltest du eine Zeitung jetzt noch oder nicht? Ne, ich habe sie jetzt einfach aufgeschrieben und dachte, ich habe sie gekauft. Ich okay, sie ja quasi das müsste jemand machen. Irgendjemand muss eine Zeitung kaufen. Ne, ich meinte vorhin, er schnickte mir die Kohle, ich schnickte sie zum Zeitungsjungen. Der hat mir eine Zeitung zugeschnickt. Das war meine Frage. Ich habe einen Zeitungsjungen, ja. So, du kannst eine Zeitung kaufen. Schnipp, schnipp, Tageszeitung. Okay, du hast eine Zeitung. Wenn wir jetzt Zeit haben, gucke ich mich tatsächlich einfach mal um. Mhm. Also sehe ich etwas Auffälliges. Ist eine große Bahnhofshalle. Du bist natürlich jetzt nicht erfahren, wie Paris sich normalerweise anfühlt, aber für dich würde jetzt nichts ungewöhnlich herausstechen. Okay. Es ist so später Vormittag, ihr seid halt gerade erst angekommen. Wie gesagt, die Reise war nicht beschwerlich, also ihr seid jetzt auch alle nicht müde oder erschöpft oder so. Wenn du dich umguckst, würdest du nicht sagen, irgendwas ist anders, als es an einem großen europäischen Bahnhof normalerweise der Fall wäre. Ihr wart halt jetzt lange auch so in Dörfern, ne, ihr seid ja aus dem Norden Deutschlands jetzt bis nach Paris gefahren. Ist vielleicht ein bisschen erschlagend im ersten Moment, dass wieder so viel los ist, aber ansonsten ist nichts ungewöhnlich. Ziemlich großer Umweg eigentlich. Ein Riesenumweg. Also das ist auch was, das in der Gruppe, wie gesagt, du bist auf jeden Fall einer von denen, der den nicht so nachvollziehbar findet, diesen Umweg. Aber jetzt zum Beispiel irgendwie Graf Mon mit einem hohen technischen Wissen und einer Begeisterung für Technik war ganz euphorisch, als gehört wurde, Luftschiff, das ist, ne? Und Luftschiff, wieder Luftschiff. In 2 Tagen wäre diese Luftschifffahrt eben und ihr seid zum Glück rechtzeitig angekommen. Okay. Ja, ihr steht vor der Kutsche. Ja, nun, wenn sie mir die Tür öffnen, dann würde ich auch einsteigen. Die wird aufgehalten, da steht schon, der Kutschfahrer hält die Tür für euch offen, den Hut respektvoll gesenkt und hält ihn sich vor die Brust. Nee, ich lege ihm so ein 5-Cent-Stück in den Zylinder, den er so aufhält. Ja, also wenn du in dem Moment, wo du das Geld rausholst, hält er den Zylinder auf, ja. Und er nimmt das sofort. Und geh in die Kutsche. Nils, wenn du einen deiner Pen-and-Paper-Charaktere für immer spielen müsstest, wen würdest du wählen? Da muss ich drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, welche... das ist eine gute Frage, aber ich müsste länger drüber nachdenken, als ich das Video pausieren wollen würde, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das... Müsste ich dann? Ich müsste dann, oder? Ich würde gezwungen werden von irgendwem. Vielleicht von so einem verrückten Diktator, der mich entführen lässt, weil er irgendein Pen and Paper von uns immer gerne guckt und verlangt dann von mir wie so ein Hofnarr, dass ich immer in diesem Charakter bin. Trias ist ein guter... Trias Trodan ist aber netter, glaube ich. Ist ein netter Typ. Trias ist ein netter Typ. Vielleicht den. Mein Charakter geht direkt hinterher. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber meiner ist Kleptomane. Das ist wirklich so. Ja, keine Sorge, das ist eigentlich versucht so, also er macht's einfach. Ich weiß nicht, ob es dein Charakter mitkriegt. Meinem ist es eigentlich egal, aber er nimmt das galant wieder weg. Guckt sich das vielleicht so an, das ist ein bisschen zu viel. Vielleicht lege ich was Kleineres rein. Die Hälfte oder so. Also, du nimmst die 5 wieder raus? Ja, und leg ihm 2 rein. Ja, er nimmt das so hin, er kann ja wenig dagegen tun, aber guck schon so ein bisschen. Moment, ganz kurz, ich nehme das so raus, wim, für sie. Und danach komme ich und sage, Graf Mon, Sie haben was fallen lassen. Und nehme es raus und bringe die 2 Cent. Oh, danke. Simon, hier, das haben Sie fallen lassen. Sie in den Hut aufgesehen. Und warten Sie mal, Sie haben so viel Schulden bei mir, das gehört ja wohl mir. Den können Sie haben, bitteschön. Aber das wird auch abgerechnet. Fahrer steigt wieder vorne. Ich muss schon setzlich wütend den. Ich gucke den Fahrer an und schüttel ganz langsam den Kopf. Er rutscht zur Seite.
Klopft so neben sich und macht den Platz für dich frei. Und ich setze mich tatsächlich neben ihn. Okay. Sehr gut, direkt mit dem Gemeinvolk. Es ist auch relativ eng hier in dieser Kutsche. Es ist gut, dass Sie draußen sitzen. So können Sie uns auch sagen, wenn es anfängt zu regnen. Je weiter ich weg von Ihnen bin, desto besser. Und die Tür geht zu. Bam. Okay, also ihr steigt alle in die Kutsche? Ja. Ja, ja. Die Tür wird hinter euch geschlossen. Camille sitzt mit euch in der Kutsche tatsächlich. Mhm. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so, dass sie da sind, meine Herren. Die Tür geht zu und der Wagen beginnt durch die Straßen zu rollen. Über das Kopfsteinpflaster Paris. Für manche von euch natürlich auch total schön, das erste Mal in Paris. So, ich weiß, wart ihr schon mal in Paris? Du natürlich, aber... Ja. Du, Also, ja, nun, okay. Immer sonntags. Aber... Ihr atmet so ein bisschen die Atmosphäre der Stadt draußen, zieht die Szenerie vorbei. Ja, Leute winken und schauen, oh, und überall ist so an den Straßenecken sitzen Leute und schlürfen Weinchen. Für dich kommt so richtig so ein Gefühl von Heimat auf. Mhm. Du bist wieder zu Hause, endlich keiner macht mehr blöde Witze über deinen Akzent. Du bist halt wirklich, du bist hier aufgewachsen, das ist deine Stadt. Och, es ist so wunderschön, oder? Endlich normale Menschen hier. Es ist gutes Essen, Bildung. Croissant. Wunderschöne Baguette. Menschen. Ja, richtig. Sehen Sie dieses Gebäude da vorne, diesen riesengroßen Turm? Niemand weiß, wie er genau heißt. Camille guckt auch immer ganz aufgeregt, sobald du irgendwas zeigst. Es ist ein merkwürdiges Gebäude. Wir wissen nicht genau, wie es dort hingekommen ist. Ist das nicht der Gardet-Turm? Das ist nach dem berühmten Physiker François Gardet. François Raphael Gardet. Absolut, absolut. Die Herren, ich sehe, sie kennen sich aus. Du, selbstverständlich. Er war ein reizender Architekt. Erzählen Sie uns doch etwas über sich, werte Madame Camille. Oh, in welchem Verhältnis stehen Sie denn zu unserem mysteriösen Gastgeber Gano? Ich bin die Assistentin von Dr. Cano. Ich wurde jetzt geschickt, um Sie abzuholen und muss zugeben, ich habe die Aufgabe doch recht euphorisch angenommen. Das merkt man die nicht an. Ich meine, Sie sind... bekannte Herrschaften, man spricht und spricht über kaum etwas anderes wie der Pariser High Society. Haben Sie mein Buch gelesen? Welches? Das kennen wir aus dem Spiel. Ja, das ist sehr gut. Ich sehe, Sie sind ein Fan. Alle? Ach, haben Sie alle gelesen? Auch das Neueste, die schreibt. Behauptet er eigentlich nur, dass er diese Bücher schreibt oder hat er die wirklich geschrieben? Das ist ja eigentlich für die Geschichte recht wichtig, weil in dem Spiel, was wir vorhin gezeigt haben, Nordic Whispers, da hat er auch behauptet, er hätte ein Buch geschrieben. Ich komme kaum hinterher. Manche verschlinge ich bereits zum dritten Male. Oh, ich werde Ihnen einen neuen entschieden. Wer hat einen hohen Wert auf Lügen? Wir alle? Nee. Du hast, glaube ich, 20 nur. Würfel mal eine Probe auf Lügen. 60, ganz normal. Und aber ist Redegewandt nicht auch Lügen? Deswegen sage ich spezifisches Talent in dem. Dem beiden? Oder Schmeicheln? Hat jemand Schmeicheln? Kann ich ein bisschen leiser machen? Oder dann würfeln wir auch Schmeicheln. Das ist noch besser. Aber das ist erleichtert. Schmeicheln wäre erleichtert um 20. Das ist schwer. Außerdem kommt es gleich drauf hinaus. Ja, aber... Alter! Kritischer Erfolg! Ist das nicht eine 100? War das dieser Moment, dass der erste Wurf direkt eine 100 war, oder? Oh Gott. Aber falls ihr das Let's Play des Morton Manor Spiels gesehen habt, dann wisst ihr, dass sich das einfach nur konsequent fortsetzt. Ein richtig kritischer Erfolg. Das ist eine 100. Nee, das ist eine 0. Ach stimmt. Das ist eine 100, das ist ein kritischer Misserfolg. Der erste Wurf nach 4 Jahren ist 0. Ich meine... Okay, das ist super. Nein, das noch. Das noch doch. Schön schneiden wir das raus. Dein Gehirn explodiert. Nee, ehrlich. Ist das jetzt ein Scherz? Nee, ist eine 100. Er hat einen kritischen Misserfolg gewürfelt. Das ist eine 0. Nee, also, ey, komm, Leute, es ist wirklich lustig. Der erste Wurf seit 4 Jahren ist eine 100. Das ist schon echt lustig. Eine 001 ist eine 1. Es gibt keine 0. Eine 1 ist das Kleinste, was wir... So deuten wir die Würfel quasi. Es gibt nicht... Eine 100 ist ein kritischer Misserfolg, eine 1 ist ein kritischer Erfolg bei uns. Also das wäre... Das ist das schlechtmöglichste Würfel. Das ist eine 1. Das ist das bestmögliche Ergebnis. Genau, das ist das bestmögliche Ergebnis. Und das ist das schlechteste Ergebnis, das man würfeln kann. Und wir wissen jetzt nicht mehr, was genau ich hatte. Vielleicht würfel ich. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, was du gewürfelt hattest. Hä? Aber nee, du möchtest keinen Geistesblitzpunkt verwenden, nehme ich an. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde davon abraten, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Nein, ich mache das nicht. Weil, wie gesagt, man kann sterben. Ne? Und dafür sind Geistesblitzpunkte, um so richtig schlimme Dinger nochmal würfeln zu dürfen. ja. Also... selten jemanden getroffen, von dem du dir mehr über... Also du hast
bist so fest davon überzeugt, dass Camille eine herzensaufrichtige Person ist. Oh, Bitch. Also würdest wirklich auch in... Sie würdest ver... Jetzt mal so Pen and Paper mäßig gesprochen, das finde ich ist einer der größeren Herausforderungen. Da ist jetzt ja so ein Wurf passiert und mein Charakter vertraut jetzt oder findet die ja super, also Hauke schildert ja gerade durch den ruinierten Wurf, dass ich die jetzt total cool finde. Aber wenn jetzt im Laufe des Abenteuers ich jetzt als Nils irgendwelche Hinweise kombiniere oder Ideen habe, in welche Richtung das sich entwickeln kann oder was so die Charaktere im Argen, wie sagt man, im Schilde führen, dann ist es halt so, auf mein Charakter, Lord Henry, der findet die eigentlich geil, also darf im Prinzip ja gar keinen Verdachtsmoment haben, aber ich muss ja ein Stück weit als Mensch ja auch, es ist ja immer wieder bei Moritz Männer so, Dinge kombinieren oder versuchen, dahinter zu kommen, was da passiert, das ist ja schon auch eine Aufgabe der Charaktere, die sind ja im Grunde genommen ja Ermittler, Detektive. Und na, das ist schon so ein schmaler Grat, weil wenn ich dann als Mensch auf irgendeine Idee komme und ich kann sie eventuell gar nicht ausspielen, also man muss dann eigentlich ja mitgehen, jetzt mit diesem kritischen Erfolg, dann muss man sich, so eine Gratwanderung, was muss man überlegen, wie sehr bin ich im Charakter und wie sehr versuche ich auch das Abenteuer voranzubringen. Verteidigen, wenn jemand diese Person in Frage stellt. Alles an deiner Menschen, also du würdest an allem zweifeln, was du über Menschen weißt. Wenn jemand erzählen würde, dass Camille nicht ein aufrichtiges Herz hat. Sie haben so ein aufrechtes Herz. Ich möchte sie... Hören Sie auf! ...sofort adoptieren. Ich hätte doch eine Stelle frei. Sie könnten sich um meine Finanzen... Ich werde feuerrot! Meine Söhne würden sich darum reißen, sie kennenzulernen. Und nun auch biologisch nicht miteinander verwandt sind, da ist auch ihre gemeinsame Zukunft offen. Und danke, dass Sie diese offensichtliche Tatsache festgestellt haben. Ja, selbstverständlich. So bezaubert ihr Lächeln. Ich bin mit recht wenig Menschen verwandt, tatsächlich. Oh, könnte ich jetzt... Einer der Fun Facts, die es ja über mich zu erzählen gibt. Sind Sie, wie sind Sie denn auf diese Welt gekommen? Nun, eines Tages. Und so vergeht die Fahrt, während Camille euch eine wenig beeindruckende Geschichte von ihrer Empfängnis erzählt, die euch mehr als einmal peinlich berührt. Was allerdings tust du vorne auf der Kutsche? Der Fahrer sitzt neben dir, das Gleiche, an dir zieht die Szenerie so vorbei, du hörst Gemurmel und Geschnatter im Inneren der Kutsche. Mhm. Möchtest du irgendwas tun? Mhm. Ich guck den Fahrer an. Mhm. Stupst ihn so an. Ja, vor dir sitzt, nur mal als Beschreibung, ne? Ziemlich bisschen grimmig reinguckend, aber einfach vielleicht auch nur ernst, ne, ist halt einfach sein Job. Hat einen Zylinder auf, ein bisschen in die Jahre gekommene Kutscherjacke, trägt Stiefel. Neben ihm steckt ein Gehstock in so einem Halter, also was auch für die so ein bisschen betagt spricht. Und offensichtlich natürlich dann wahrscheinlich nicht so gut zu Fuß, jetzt nicht das Beste, wenn man ständig auf die Kutsche und runter muss. Aber nur so als Detail, dass dir auffallen König kann. Nurse, vielen Dank. Ich stups ihn an und greife in meine Tasche und hol tatsächlich so einen Whisky. Habe ich sowas? Also hatte ich tatsächlich... Ein Flachmann könnte ich. Flachmann, ja, genau. Ja, klar. Gönn dir. Genau. Ja, klar. Doch, ich gucke ihn wirklich einfach nur an und halte ihm das so hin. Stand, ja. Was ist in dem Flachmann? Whisky. Oder Brandy hatten wir, glaube ich, mal gesuppelt irgendwann in einer Abenteuer. Brandy fände ich, also ist nur wichtig, weil Brandy... Ja, okay, also Brandy ist drin. Ja. Okay. Und du hältst ihm den hin, oder was tust du? Und guck ihn an und nix so ein bisschen. Guck dich an. Mhm. Nimmt das an, riecht ein bisschen. Brandy ist scheinbar. Nimmt ein Schlückchen. Ja, ich nehme es wieder zurück, trinke auch und auch. Und dann. Weckt die Lebensgeister wieder auf. Und dann frage ich ihn. Ganz schön knausige Truppe, die dabei haben, was? Schlimmer als das. Wo fahren wir hin? Mir wurde gesagt, zum Club Bizarre. Wer ist denn eigentlich der Herr Dr. Carnot? Wissen Sie etwas über ihn? Sagt mir wenig, ehrlich gesagt. Ich habe die Dame heute zum ersten Mal getroffen. Und was ist der Club Bizarre? Ich fahre regelmäßig Leute hin. Ziemlich hippes Ding für die reichen Schnösel, die hier in der Stadt verkehren. Seit ungefähr einem Jahr ist er so richtig in Mode gekommen. Ständig setze ich da Leute ab. Das ist ja grausam. Mein herzliches Beileid. Ho, noch schlimmer ist ja, ich warte immer vor der Tür. Nie kommt einer und will mal nach Hause gebracht werden. Ewig bleiben die Schnösel da drin. Ach was, wie lange gehen denn dann so Soirees in dem Club Bizarre? Ehrlich gesagt, glaube ich, die gehen
ständig, immer und rund um die Uhr. Also, unser Eins muss ja arbeiten, sich mal ausruhen und hier die, ne, die, der Geldadel sitzt da drin und auf unsere Kosten schlürfen sie Muscheln oder was man da. Ich halte ihm nochmal die Brandyflasche hin. Danke. Und dann damit. Und ich auch. Das ist das Feinste, was unser Eins. Ein bisschen leiser, hat offensichtlich Angst, dass ihn auch Leute hören, während er sich über seine Kunden auslässt. Ja. Gib dir die Flasche zurück. Enchanté. Tee. Ja. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Okay. Okay, die Fahrt geht so voran und ihr kommt dann auch schon an. Ihr fahrt eine Weile an so einer langen Häuserreihe vorbei. Du weißt, ein altes Gemäuer ist jetzt nicht eine Ecke, in der du sonst regelmäßig verkehrt hättest. Du bist auch ein bisschen überrascht, da dir gesagt wurde, es sei ein hipper Club. Ihr seid nicht in einer der besseren Ecken, jetzt aber auch nicht in irgendwie einem Ghetto oder so. Ist nur was, wo du nicht erwartet hättest. Ihr haltet vor einem sehr alten Gemäuer. Und in dieses Gemäuer ist wirklich so... Es ist so ein runder Torbogen und der Eingang ist eigentlich so eine alte, wie so ein Lagerhaus. Ne? Also ihr seid wirklich vor so einem, von einem der älteren Gebäude der Stadt und du weißt, dass in dieser Ecke früher eigentlich mehr so, ja, Handelshäuser, Lagerplätze waren. Aber in diesen großen Torbogen wurde ein sehr geschmackvoller Holzrahmen eingelassen. Also, und da stehen auch Leute in der Schlange, die offensichtlich warten, um in diesen Club zu kommen. Die Kutsche kommt zum Stehen. Nun, das ist ein bemerkenswertes Arrondissement hier. Ich war, ehrlich gesagt, noch nie hier. Ich bin ein paar Mal durchgefahren, aber hier war eigentlich nie irgendwie ein Punkt von Interesse. In Paris hat so viele schöne Flecken, zum Beispiel die Seine und der Turm, ja. Die Garde. Paris hat so viele Flecken, man nennt es auch das Lepra Europas. Fleckfieber. Vergessen Sie nicht das Garde Kunstmuseum. Das Gardische Kunstmuseum. Den Palais Etienne. Palais Etienne, er hat überall seine Abdrücke hinterlassen. Nun, aber hier, ich weiß nicht, das ist eigentlich keine besonders gute Gegend. Warum sollte die Bourgeoisie ausgerechnet hier zum Feiern kommen? Man nennt das Gentrifizierung. Die jungen Leute feiern hier dann und dadurch wird diese Location von der Miete deutlich steigen. Wir sollten auf jeden Fall einige Immobilien hier, wenn Sie mir etwas geben könnten, leihen könnten. Einige dieser Häuser dürften bereits mir gehören. Ich habe kein großes Interesse dran. Wenn Sie mögen, schenke ich Ihnen eins. Ich werde Sie dran erinnern. Es ist nicht weiter wert, aber ich bin auch ein bisschen verwirrt, ob wir hier in der richtigen Gegend sind tatsächlich. Wie heißt Ihr Freund mit Nachname? W? Cano. V. Canove. Cano. Cano. Das ist Hugo. Cano. Ich weiß, das soll ein Witz sein, aber. Ich meine ja nur, ich bin etwas irritiert, in welchen Kreisen wir uns hier bewegen. Okay, das war ein bisschen gequält, Nils, ne? Ich, er ist ein guter Freund von mir. Was vermuten Sie denn? Der, schauen Sie doch einmal aus dem Fenster. Ich würde mein Händchen für Monsieur Cano und die Freunde. Ich zeige Ihnen jetzt mal. Sehen kann ich ihn allerdings nicht. Ich nehm so ein paar Groschen und schmeiß sie so aus dem Fenster. Oh! Aus welchem Fenster? Aus dem, Weil ihr, also, nur damit ihr die Situation richtig verstehst, ihr steht quasi an der rechten Seite der Straße. Neben euch ist diese lange Wand. Also, es ist wirklich wie so ein bisschen. Ja, als ob man an so einer Bahnlinie quasi so ein Gebäude ist, wirklich so ein langes, langgezogenes, ja, sowas in der Art. Aber es ist halt eher so Lagerhallen und so. Und bis auf diesen einen Eingang ist auch keins davon sticht heraus. Das ist wirklich so, da stehen Leute, da stehen richtig Leute in der Schlange. Es sind so rote Fäden aufgehangen zwischen so golden glänzenden irgendwie so Pfeiler. Es ist wirklich ein Sneaker-Eingang. Hat jemand richtig Geld in die Hand genommen, um diesen Eingang zu machen. Da stehen Leute und du kannst es halt aus der Seite werfen oder aus dem linken Fenster, wo es einfach auf die Straße fällt. Deswegen frage ich, wo du es hinwirfst. Okay, ich wollte natürlich, dass die Leute dann zu dem Geld rennen und sich das Geld holen. Aber was dir aus meinem? Niemand läuft zu diesem Geld. Jetzt, wo du es nämlich... Das können Sie sich erzählen, mein Freund. Wenn du nämlich rausguckst, die Leute da stehen, die haben das nicht nötig. Also auch wenn die Leute alle ein bisschen angetrunken und ne, es sind ein paar irgendwie Leute dabei, die jetzt für dich, wo du merkst, Neureiche... Das ist aber sehr gemischt. Da sind auch Leute dabei, die du durchaus so mit dem Wissen, dass du eben auch über die Pariser irgendwie Society hast, so zu älterem Adel zuordnen willst. Eine sehr gemischte Gruppe, alles aber gehobene Bürgerinnen und Bürger. Und auch Personal sieht man jetzt nicht mit ihnen rumstehen. Sie scheinen wirklich darauf zu warten, reingelassen zu werden. Vor der Tür selber stehen zwei Türsteher quasi, also zwei Personen in geschmackvollen Anzügen und warten eben darauf, was als nächstes passiert. Wenn das Geld auf den Boden fällt, tut niemand irgendwas. Mademoiselle Camille, Sie erwarten ja sicherlich nicht von uns, dass wir uns hinten anstellen.
Auf keinen das Fall. Lassen Sie uns aussteigen. Ich kümmere mich darum. Und Sie steigen. Ja, genug. Was machst du? Also, ich habe noch die Tür zu. Ich sitze oben auf der Kutsche, höre aber, dass ich. Verstehe den. Ich leg den Kutscher gefallen. Tatsächlich nochmal zu und frag nur: Name? Pierre. Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Und Pierre. Geh runter und sammle tatsächlich das Geld auf. Pierre. Okay. Oh. Pierre. Pierre sieht das so. Weil er nicht schnell genug war. Ja, sehr ich gebe ihm aber, Gehweg zu Graf Morn gebe ich ihm tatsächlich was davon. Oh, er steckt das sofort schnell in seine Taschen. So. Und ja, Pierre öffnet die Tür der Kutsche. Möchte einer von euch zuerst aussteigen? Muss ich da irgendwie würfeln? Nö, das ist einfach nur sonst. Camille scheint aussteigen zu wollen. Hätte er nur sagen können, dass jemand von euch sagt, ich will rausspringen. Oder hallo, ich bin hier. Oder sechs Uhr ist entschuldigt. Dann zitter ich und tatter ich, kletter ich langsam. Diese ist es ja recht hoch. Entferne mich von dem Pferd. Ich habe schlimme Unfälle mit Pferden bereits sehr angegeben. Also zwei Pferde sogar. Ja. Oh, mein Herrchen, also Camille ist ausgestiegen und hilft dir aus der Kutsche, während du das Geld aufsammelst. Frau Camille, vielen Dank. ja, also du sitzt noch in der Kutsche, wollt ihr auch einfach aussteigen oder? Ja, okay. Ihr steigt aus und steht vorm Club. Rechts von euch ist diese Schlange, die so an der Wand entlang geht. Es ist ein roter Teppich quasi ausgerollt. In dem Moment, wo ihr absteigt, ist auch sofort die Kutsche weg. Die Kutsche mit eurem Gepäck kommt wahrscheinlich gleich an. Ihr habt sie jetzt nicht sofort im Blick, aber ne, ihr kennt die Leute. Ja. Ihr seht sie jetzt gerade nicht. Ihr seht euer Gepäck aktuell nicht. Was wollt ihr tun? Ihr steht da jetzt so. Camille steht da, schaut euch an und macht sich scheinbar auf den Weg zu den Türstehern hin. Ist das hier etwa unsere Unterkunft für die Dauer unseres Aufenthalts? Wen fragst du? In die Runde. Okay, weil Camille ist jetzt weg. Sie spricht offensichtlich mit den Herren am Eingang. Wie war die... Ihr hört auch Musik von innen. Die Musik, die ihr hört, kommt von innen. Aus diesen offenen Türen kommt geschmackvolle Musik. Scheint gute Laune zu herrschen. Wilson! Wie war die Fahrt mit dem Kutscher? Haben Sie etwas erfahren können? Nichts von Bedeutung. Ich habe nur erfahren, dass hier scheinbar wirklich sehr, sehr viele Personen der höheren Klasse verkehren. Eine Information war mir dann vielleicht dann doch ein wenig mysteriös, denn der Kutscher meinte, er bringt immer viele Leute hin, aber wenige werden abgeholt. Hat er das echt gesagt? Oder hat Buddy sich das ausgedacht? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich teile mein Wissen, sozusagen. Ja. Dann scheint es ihm ja gut zu gefallen, dass sie bleiben. Aber selbst dann müssten sie doch irgendwann abgeholt werden. Ich meine, hier ist ja keine besondere Wohngegend in der Nähe. Nun ja, der Kutscher schien auch ein wenig angetrunken zu sein. Apropos, kommen Sie mal näher. Kommen Sie mal näher. Was? Atmen Sie mich mal an. Hauchen Sie mal rein. Machen Sie mal. Haben Sie wieder getrunken? Puff, ich verstecke mich. Okay, Puff, ich verstecke mich. Das macht der jedes Mal. Er ist halt ja, ist wirklich eine Wolke. Batman. 80. 85, das ist doch ein Mann, Alter. Du hauchst ihn an, ziehst die Nase kurz, so, als du runterguckst, ist er verschwunden. Du guckst dich so um und rechts hinter so einem dieser Torbögen guckt halt so ein Schuh raus. Du hast ihn wirklich nicht verschwinden sehen, aber als du drüber guckst, guckt dieser Schuh so raus aus der Ecke. Aber ich ignoriere es, weil ich kenne das ja schon. Ich lass ihm den Sieg. Okay. So. In dem Moment kommt Camille zurück. Meine Herren, ist mir hochgradig unangenehm, aber... Offensichtlich kann sich niemand an unsere Reservierung erinnern und Monsieur Canot scheint, vielleicht ist die Stimmung drin so gut. Allerdings lässt man uns rein an die Bar, wir müssen nicht anstehen. Moment, das kann doch nicht sein, dass wir keine Sitzplätze bekommen. Bestimmt, sogar drin gibt es alles, Zimmer, Restaurants, ihr Gepäck wird abgeholt, macht sich keine Sorgen. Wir bringen sie erstmal an die Bar und ich kümmere mich um die Reservierung, es tut mir unglaublich leid. Das ist ja ungeheuerlich. Nun denn, dann bringen Sie uns hinein. Oh, Lord Henry, Sie wollen ja dieses Mal gar nicht mit dem Chef dieses Etablissements reden, um so zu verhandeln oder diesen zu kaufen. Das ist korrekt. Was sind Sie etwa der Meinung, das wäre eine gute Idee, das nun zu tun? Dann würden wir zumindest schneller bedient werden, wenn Sie schnell das Hotel kaufen könnten vielleicht. Gut, wenn das der Wunsch dieser Gesellschaft ist, dann werde ich mich diesem selbstverständlich nicht verwehren.
Ja, du möchtest. Ich verlange eine Unterredung mit dem Manager dieses Etablissements. Und zwar unverzüglich. Warte, wir würfeln mal auf einschüchtern. Oh Mann, bitte. Auf echauffieren wäre jetzt perfekt. Ja. Oh. Ey. Dieses, also. Das war eigentlich los mit dem, an dem Tag mit den Würfeln. Alter, das ist nicht gut. Ist schlecht. Die Herren an der Tür, du merkst, die rollen so ein bisschen mit den Augen. Ne? Also, ja, wir kümmern uns drinnen drum. Gehen Sie doch erstmal rein, die Herren. Und die Türen werden aufgestoßen. So zwei große Schwingtüren gehen auf. Ein längerer Gang tut sich auf, an dessen Rand so ne, stehende Kronleuchter sind mit Kerzen drauf. Und ihr blickt in so eine Länge, so nach diesem Flur kommt so eine Art Bar, die sich offensichtlich auftut. Sind so gute 20 Meter rein. Es ist wirklich ein Steingewölbe. Also du erkennst wieder, erinnert dich fast an Katakomben der Stadt. So. Also es ist ein sehr altes, sehr historisches Gebäude. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr reingehen. Ihr steht jetzt noch vor der Tür. Die Tür ist offen. Und man weist euch eine Geste nach innen. Nun, vielleicht treffen wir den Manager innerhalb des Clubs. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hinein und gönnen uns nach dieser Reise vielleicht einen kleinen Trink. Das sagen Sie was. Es gibt eine französische Spezialität. Gehen Sie unbedingt vor. Ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich darum, dass der Manager sofort bei Ihnen ist. Denn bei Camille, da, du verlässt dich auf ihr Wort. Das, bei der hat das Eindruck geschunden, dass du sofort auf den Putz haust. Krokor fragt, wie zufrieden bist du mit deinem erstellten Charakter, Morton Manor? Ach, doch, ich bin schon zufrieden. Ich schlüpfe sehr gerne in die Rolle. Es ist eigentlich mit mein liebster Charakter, aber es liegt auch daran, dass die Welt Morton Manor meine Lieblingswelt ist und ich auch die anderen Charaktere sehr mag. Deswegen, doch, ich spiele ihn schon gerne. Aber es ist immer schon, ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, zu anderer Gelegenheit. Aber es ist immer wirklich so, du weißt vorher ja nicht, oder wir dachten, als wir Morton Manor gespielt haben, dass es ein One-Shot ist. One-Shot bedeutet ein Abend. Wir haben diverse Abenteuer gespielt, in die wir dann nie zurückgekehrt sind. Und das war die Prämisse für den Abend. Und dementsprechend habe ich diesen Charakter auch erstellt. Und auch so, wie der redet, ne, dieses Nasale, das war in dem Moment einfach so, ja, der soll halt irgendwie überheblich klingen. Ein bisschen von oben herab und arrogant und so. Und dann habe ich halt einfach wahrscheinlich in der Sekunde, wo es losging, dann angefangen so zu sprechen, dass ich das dann über so viele Abenteuer und Jahre beibehalten muss. Das war nicht geplant. Von daher, keine Ahnung, ob da vielleicht auch eine andere Stimme, eine Alternative gewesen wäre oder so, aber er ist, wie er ist jetzt. Ne? Das ist einfach, es ist wie geboren werden. Das plant man ja auch nicht. So ist das jetzt halt. Wein. Wie? Wein. 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 Ah, was ist das? Ich habe keine Ahnung, Trauben plus Trauben. X. Nun gut, ja. Darauf kann ich mich weinen lassen. Dann begeben wir uns doch zur Bar. Okay. Es ist merkwürdig, sehen Sie dieses Gewölbe hier, es sieht aus wie eine Katakombe. Davon wimmelt es in Paris allerdings unterirdisch normalerweise, im Untergrund. Früher, zu Zeiten der Französischen Revolution, die ja schon war. Da wurden dort viele Leichen vergraben. Ist eine tragische Geschichte, aber die Katakomben bestehen bis heute. Und sie sind genauso gebaut wie dieses hier allerdings. Du hast Architektur, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ich wollte auch gerade was sagen. Ich habe gehört, es wäre wie ein riesiges Labyrinth unter der Stadt. Ja. Und Menschen würden sich verlaufen. Doch, das weiß man du. Hört da viel von Skeletten, die gefunden werden, wo man nicht mehr weiß, gehört diese Brieftasche jetzt dieser Leiche oder vielleicht sogar mir? Also ich war da mehrfach schon mit Fackeln unterwegs, früher in meiner Jugend. Mehr ich weiß ich auch nicht. Zumindest erklärt, wieso offensichtlich niemand mehr aus diesem Etablissement herauskommt. Ihr kommt, nachdem ihr beim Lauf, ich gehe mal davon aus, ihr seid weitergegangen, während ihr euch unterhalten habt, kommt ihr an die Bar. Es tut sich so ein Gewölbe, es läuft sehr geschmackvolle Musik im Raum, es sitzen Leute herum, immer mehr Leute kommen an, man kann auch an der Bar sitzen, toller Tresen, so mit grünem Samt eingelassen, alles so
eine Mahagoni, sehr geschmackvoll, toll gemacht. Ein Teppich liegt aus, überall stehen so kleine Tische, es gibt auch Sofaecken. So eine Lobby, so eine Mischung aus einer Lobby und einer Bar, so ein Aufenthaltsraum eben. Was wollt ihr tun? Ihr steht jetzt quasi so zu viert mitten in diesem Raum. Winston, lassen Sie uns tanzen. Da wäre Platz zum Tanzen. Ja, naja, offensichtlich ist das ja eines Ihrer Hobbys. Ich habe mir vorgenommen, mehr auf Sie einzugehen. Grafmon, tanzen ist mein Hobby, nicht unser Hobby. Und damit schweife ich meinen Blick tatsächlich von... Ah, ich mag, dass Buddy sagt manchmal, Buddy hat manchmal echt gute Antworten. Also, on point einfach. Muss man ihm echt mal lassen. Also, er redet ja nicht so viel, aber er hat immer so, dann im Charakter, wenn er so angesprochen wird oder so, hat er immer, finde ich, eine sehr zum Charakter passende, aber auch sehr bissige Antwort. Also jetzt nicht beleidigend, sondern die richtige Portion Schnippigkeit, Bissigkeit, aber wirklich auch schnell und smart. Also ich mach da echt gut. Von Grafmon weg und würde tatsächlich gerne einmal gucken, vielleicht Auffassungsgabe, ob uns jemand anguckt, als wir reinkommen. Mhm. Also einfach nur gucken, ob wir angeschaut werden. Würfel mal für Auffassungsgabe. Genau. Was hast du da? 40. Mhm. Ach, sogar. 25, ich nice. Hätte sogar erleichtert, hast du auch so geschafft. Okay, sehr gut. Bis auf den Barmann scheint euch niemand anzuschauen. Also nicht so, dass ihr jetzt besonders herausstecht oder so. Du würdest sogar sagen, dir fällt auf, die Leute wirken ungewöhnlich auf sich selbst fokussiert. Also so wirklich niemand schaut euch an. Die Runden sind sehr gemischt so. Also es ist nicht, wie das normalerweise ist, dass so eine Gruppe sehr homogen ist, sondern es sind sehr durchgewürfelte Gruppen aus jungen Leuten, älteren Leuten. Teilweise sitzen Leute irgendwie zu zweit, die eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht so richtig zusammenpassen, deiner Meinung nach, und scheinen entweder sehr angeregt Gespräche zu führen oder lachen. Sehr fixiert alle auf das, was... Keine Hunde und Spatzen, danke, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich rufe... Zu spät. Ist das nicht Guillaume de Tesserac, Dämonenjäger und... Buchautor? Hast du irgendein Talent? Ach, Redegewand hast du. Würfel mal Redegewand. Nö. Nee. Bitte. Mit den beiden? Ja, genau, mit den beiden. Du hast 50. Das ist ein Würfel an dem Abend, ey. Ich habe keinen Würfel. Ey, warte, ich benutze einen. Oh. Ich benutze eins von den. Was? Bum- echt? Okay, Mann. Ja, Mann, okay. Es geht um Leben und Tod. Könnte sonst beim Image schaden. Ne, du hast tatsächlich Demos benutzen. Du hast hier vier. Oh, nee, okay, dann benutze ich. Ach so, warte. Weil das ist bei. So bei Interagieren hast du das. Anstatt bei soziales Talent. Ja, nee, dann vielleicht doch. Was er jetzt, glaube ich, gerade macht, ist dieser Rewürfel. Das ist ja eigentlich ein super mächtiges Tool. Wenn man einen Wurf verpatzt, dann kann man so einen Rettungswurf machen und das nochmal probieren, die Probe. Und je nachdem, wie viele Punkte man auf einem gewissen Talentbaum hat, es gibt ja insgesamt drei Talente, also soziales Wissen und Handeln, meine ich, heißen die. Und dann hat man halt die Möglichkeit, nochmal zu würfeln. Und ich glaube, ich habe das, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt schon mal genutzt habe. Einmal, zweimal oder so. Und am Ende, am Anfang ist es wie mit irgendwelchen Items in einem Videospiel oder so. Man, am Anfang denkt man immer, ja, das brauche ich vielleicht später noch. Und dann vergisst man es oder man kommt nicht nochmal in die Situation. Ich hätte jetzt ja auch zum Beispiel direkt am Anfang, als es darum ging, ob ich dieser Frau vertraue. Das ist ja durchaus schon eine recht entscheidende Szene durchaus. Also wenn ich von Anfang an misstrauisch mit ihr gewesen wäre, das hätte ja vielleicht das Abenteuer auch ein bisschen verändert sogar. Habe ich einfach nicht dran gedacht, dass ich das nochmal hätte machen können. Und wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, es lohnt sich nicht. Ich bewahre mir den auf. Aber das ist viel zu oft, nehmen wir die mit bis ans Ende des Abenteuers, diese Würfe. Doch, besser nicht, wenn ich da nur einen habe. Besser nicht. Okay. Ja. Es scheint eher so in der Musik und der Stimmung unterzugehen. Die Leute haben auch scheinbar alle, ne? Viele haben halt ein Getränk in der Hand und so. Es ist einfach ausgelassene Stimmung. Es geht mehr so unter, als dass du jetzt den Eindruck hast. Dr. Tesserak? Doktor! Der Chirurg! Dämonenjäger! Es ist unglaublich. Diese Menschen, sie reagieren auf nichts. Sie sind völlig mit sich selbst beschäftigt. Das habe ich noch nie erlebt, normalerweise. Wenn ich in einen Club gehe in Paris, dann werde ich anders behandelt. Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt? Ich hab ihn nicht zugehört, entschuldigen Sie. Du gut. Ja, also ihr steht da so, wie gesagt, bis auf den Barmann scheint niemand euch jetzt irgendwie, und das ist auch so, die Leute sind völlig auf sich fixiert. Was nicht heißt, ihr könnt niemanden ansprechen. Mhm.
Ja, besprechen wir doch den Barmann mal an. Wer von, also das muss ja eigentlich nicht deiner machen, ne? Jeder. Ja, aber es ist ja deine Stadt. Ja, ich kann ja jetzt nicht jeden, ja, gut, okay. jedes Gespräch hier führen. Also, ihr könnt ruhig auch noch. Lord Grey, wollen Sie nicht vielleicht mal ein paar Getränke holen für uns? Camille ist an der Tür geblieben, um dir den Manager zu organisieren. Ja, Lord Grey, während wir auf den Manager warten, wollen Sie nicht vielleicht ein paar Getränke für uns kaufen? Nun, das ist in der Tat eine gute Idee. Und im Gegensatz zu meinem normalen Selbstverständnis werde ich das auch gerne selber machen. Einfach, weil ich mich beschwingt und jung fühle in dieser Stadt der Liebe. Ich hätte gerne einen Baldrian-Tee für den älteren Herrn und 3 Gläser ihres besten Weines. Und dann hätte ich gerne einmal Fungi. Also was wollen Sie, das? Ein Baldrian-Tee, ja. 3-mal den besten Wein und einen Fungi? Das ist doch eine Pizzeria. Wie ist Pizza. Ach so. Ja, also der Barmann steht da so und schaut dich fragend an. Entschuldigung. 3 Wein? Ein Baldrian-Tee. Also klar, ne? Das kann man ja nicht einfach. Aber zumindest wurde er bemerkt. Und? Fungi. Excusez-moi? Pilz. Haben Sie das etwa nicht auf der Karte? Gut, dann nehme ich 4-mal Käse. Oh. 4-mal Käse. Welchen Käse denn? Kennen Sie mehr als einen? Wir sind hier in Frankreich. Sie existieren aus Käse. Ich nehme den Görlstler. Den Görlstler. Er wollte dich schon verurteilen, aber dann... Görlstler. Ich sehe einen Kenner. Verständlich. Ja, er holt so, holt so ein Tablett raus, auf dem wirklich so schön angerichteten Käse ist. Und würde sagen, hat irgendwer von euch Ahnung von Essen? Ich. Lebensmittel 20. Ja. Würfel mal drauf. Einfach so... Ahnung. Was? Lebensmittel 20? Ja, ich bin Butler. Und Ägypter habe ich auch, weil ich ja irgendwann mal recherchieren wollte. 20 ist dann nicht viel. 44 leider. Okay. Nö, ja, ist schon wieder verkackt. Schade. Ja, der Käse steht da. Offensichtlich wird ein Wein gerade aufgemacht. Und, ja. Also mein Charakter geht quasi so von der Seite und sagt, also er steht an der Bar. Ja, ich würde den Baldrian-Tee gerne austauschen gegen ihre teuerste Flasche Champagner und lassen Sie den Korken bitte drin. Kommt sofort der Herr. Dankeschön. Und sofort steht eine Flasche Champagner auf. Ich stecke sie direkt hier. Willst du, nehmen Sie das. Für später. Okay, du hast eine Flasche Champagner. Ich nehme sie an mich. Ja, du hast eine Flasche Champagner. Ja, genau, kannst du dir jetzt auch als Invent. Wer weiß? Und es ist eine teure Flasche. In dem Moment kommt Camille von hinten. Meine Herren, hier ist er, der Manager. Und neben ihr steht tatsächlich ein sehr ernst dreinblickender Mann. Schwarzer Schnäuzer, sehr, sehr eingefallenes Gesicht, also sehr hager, sehr groß, dunkle Augen, dicke, buschige, schwarze Augenbrauen. Schaut euch an, hat eine geschmackvolle Fliege, einen tollen Anzug an, also wirklich sehr gut angezogen, fällt euch auf. Meine Herren, Louis Bisson. Besitzer dieses Etablissements. Hoch erfreut, sie hier zu haben. Er schaut euch fragend an, als ob er auf Namen wartet. Bisson. Louis Bisson. Bonjour, mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Ich bin Doktor der Chirurgie. Hoch erfreut. An der Charité hier in Paris, lange gearbeitet. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sind nun der Clubmanager? Einer der 2 Besitzer. Ach, es gibt 2. Ah. In der Tat, lassen Sie mich doch mal... Ach. Und der Stadt rüber, in dem Moment kommt eine Dame auf euch zu, trägt eine riesige Sonnenbrille, obwohl es hier relativ dunkel ist, so hat graues Haar schon, trägt so ein Tuch im Haar, sehr geschmackvoll, hat doch recht ansehnliches Dekolleté, also sehr aufreizend angezogen, so, ihr würdet sie schwer, irgendwo um die 50 schätzen wahrscheinlich, und sie kommt, Louis! Was machen wir denn hier? Der ganze Salon voll mit Durchschnittlichkeit. Schaut euch an. Hat irgendwer von euch... Wie bitte? Er schaut uns an. In dem Moment, wo er Durchschnittlichkeit sagt, das ist ja fast schon beleidigend. Scham oder irgendwas? Schmeicheln. Würfel mal auf Schmeicheln. Erleichtert um... Nö, nicht erleichtert. Ha! 24. Bam! Hammer! Durchschnittlichkeit sieht dich...
Hallo, wen haben wir denn hier? Oh Gott, das hatten wir alle schon so oft. Hallo, ich bin Lord Henry, aber bei der nicht auch. Madame Sarah und hält ihre Hand wesentlich zu nah an den Mund. Mm. Was für schöne Hände sie und haben. Und ohne euch anzuschauen, hält sie euch die Hand auch so hin. Also völlig selbstverständliche Geste. Mademoiselle, wenn ich gewusst hätte, dass sie hier die Besitzerin dieses Clubs sind, dann wäre ich ja schon viel ich früher gekommen. Ich klau dir die Ringe. Würfel mal auf Stehlen. Nein! Er hat Ringe, würfel mal auf Stehlen. Du hast gesagt, du klaust ihr die Ringe. Naja, du hältst mir die Hand hin. Ich dachte, du willst mir was anbieten. Würfel auf Stehlen. Sie ist abgelenkt, deswegen nicht erleichtert. Ja. Aber warum habe ich doch... Aber da, je bezaubernder ich sie bezürze, desto leichter muss der Wurf für Simon jetzt eigentlich sein. Ich hab Stellen 60! Oh ja, Mann, das wird voll funktionieren. Alter. Das wird funktionieren, vertrau mir. Oh, jinx es doch nicht. 60? Ja! Sehr gut. Ab mit dem Ring. Einfach gesagt, es gelingt dir tatsächlich, einen Ring vom Finger zu ziehen. Es scheint dir nicht aufzufallen. Alter. Das hätte im Debakel enden können. Nein, nein, vertraut mir. Ihr seid alle tot. Vertraut mir. Ich kann nicht anders. Aber was treibt sie hierher? Morgen Abend Hero Quest. Nun, Mademoiselle Bis. Madame Sarr. Darf ich uns vielleicht erstmal vorstellen? Mein Name ist Lord Henry. Sie haben vielleicht von mir gehört aus London. Leider nein. Im Gedächtnis bleiben Sie mir dennoch. Das würde ich doch schwer hoffen. Außerdem hier... Scheinen ständig Leute auch Sie anzugucken, was von ihr zu wollen. Ich bin gleich bei dir, mon chéri. Dies sind meine Begleiter, darf ich vorstellen. Dr. Tesserac, angesehener Chirurg aus der Stadt. Vielleicht... wurde das ein oder andere auch bereits von ihm, wenn Sie verstehen, was ich meine, optimiert. Diesen älteren Herrn hier vorne. Montgomery Grub von Bullen und Halbach zu Falkenberg. Das nächste, woran er sich noch erinnern kann, ist sein eigener Name. Und dann haben wir hier unseren Butler Wilson. Wilson. Freut mich, junger Mann. Nun. Aber die Herren, ich habe keine Zeit mitgebracht. Allerdings Interesse. Wie kann ich Ihnen weiter? Was treibt Sie in unser wunderschönes Etablissement? Und sie wirft Bisson so einen Blick zu, der offensichtlich die Szenerie ihr überlässt für einen Moment. Wir wurden auf Geheiß Monsieur Tesseracs gutem Freund namens Canon hierher gebeten. Wir sind berühmte Detektive, wenn ich sagen darf, mit einem Faible für das etwas Übernatürliche, für etwas Unerforschtes. Wir haben uns bereits einen Ruf erarbeitet und nun scheint es so, dass unsere Dienste hier in Paris vonnöten sind, sodass wir in dieses Etablissement von Ihnen gerufen wurden. Es scheint wohl auch ein Zimmer, eine Etage für uns reserviert worden zu sein. Es dürfte sich hier wohl um ein Missverständnis handeln. Canon, sagen Sie Charles? Und es tritt jemand hinter ihr, so eine Art, scheint ein Butler, ein Angestellter zu sein, flüstert ihm irgendwas zu. Kennen Sie sich? Flüstert ihr was zu? Cano, in der Tat, der war hier. Allerdings dürfte das schon ein, zwei Tage her sein, dass wir ihn gesehen haben. Ich bin mir allerdings sicher, dass wenn man so lange jemanden in unserem Etablissement nicht zu Gesicht bekommt, er sich in einem der unterhaltsameren Bereiche unseres Etablissements aufhält. Ja, zum Thema Namen merken, Hucki, ich kann mir wirklich keine Namen merken. Auch in echt nicht. Das ist so... Hallo, ich bin Jürgen. Was? Ich habe manchmal, ich bin so schlecht darin, mir Namen zu merken, dass ich manchmal ganz bewusst umschiffe, die Namen zu nutzen von Leuten, von denen ich genau weiß, ich müsste sie eigentlich kennen. Und das ist so unangenehm, weil ab einer gewissen Dauerhaftigkeit merken Leute ja, dass man den Namen nicht kennt. Und man versucht es aber so zu machen, dass es nicht auffällt, dass man den Namen nicht kennt. Aber es ist nicht so leicht. Es ist ein Fluch. Und ich finde, dass das viel anerkannter sein sollte, dass es okay ist, dass man, indem du zum Beispiel sagst, guten Abend, die Dame, zum Beispiel. Sowas. Sie verstehen. Ich bin ja so froh, dass eure Namen da ständig stehen. Das ist ja so geil. Deswegen rede ich so gern mit euch. Das ist ja in echt leider nicht so. Ich glaube, wenn man irgendwann so Kontaktlinsen hat, so Augmented Reality Kontaktlinsen, und die werden dann über das Smartphone gekoppelt, wissen die genau, wer das ist, Gesichtserkennung und so weiter, und entsteht einfach, wenn die reden, steht der Name einfach über den Köpfen. So, das wird irgendwann kommen. Was ich meine. Sie meinen die Soirees?
Nennen wir es vielleicht einfach mal so. Aber wo sind meine Gedanken? Ich habe überhaupt keine Zeit. Ihre Zimmer hat man Ihnen sicherlich schon gezeigt? Nein, wir bekommen Zimmer, das ist ja fantastisch. Ach, darum kümmern wir uns doch mit Sicherheit. Ihr Gepäck haben wir doch vor der Tür schon aufgenommen. Sicher? Sie schauen nochmal so zurück, man nickt ihr zu. Haben wir bereits aufgenommen. Tütelü, wir sehen uns. Tütelü, wir sehen uns. Und sie verschwindet in eine der Türen. Also geht so durch die Tür. Es sind mehrere Türen im Raum tatsächlich. Also ihr seht insgesamt sogar 5 Türen. Eine, durch die ihr gekommen seid. Vor euch sind noch 3 weitere. Hinter euch ist so eine. Und sie geht durch die, über der Garderobe steht. Und in die Richtung verschwindet sie. Mhm. Ihr steht also noch mit Camille und Louis Bisson. Ich habe Folgendes schon bereits herausgefunden. Sein Name ist Bisson und sie heißt Saré. Bizarre. Oh. Bizarre. Bizar. Bizazar. Ja, Sar. Bizazam. Bizazam. Pizza. Pizza. Ich merke, ein absolutes Genie ist unter uns. Das ist sehr nett von Ihnen. Würfel mal auf Redegewandtheit. Na, wer hätte nicht gedacht, dass er das so schnell rauskriegt? 22. Nö, das merkt man. 22 war nicht gut. Man sollte mich plötzlich nur nicht gekränkt. Meine Herren, ich denke, damit ist alles ausgesprochen. Sie können sich. Herr Kano sicherlich selber. Bis später. Und verschwindet so in der Menge. Ist ein bisschen rastlos, also redet auch mit niemandem, schaut so nach unten und er macht sich durch eine andere Tür davon. Du, das ist ja ein äußerst herzlicher Empfang, der uns hier bereitet wird. Camille, würden Sie uns dann jetzt auf die Zimmer führen? Ich weiß doch auch, ehrlich gesagt, ich bin auch das erste Mal. Camille. Also reißen Sie sich bitte zusammen. Ich werde mich nach Monsieur Cano erkundigen und dann finden wir sicher raus, wo Ihre Zimmer sind. Nun gut, dann Monsieur, ist das nicht ein bisschen komisch, dass wir erst fast nicht reingekommen wären? Sie macht sich davon. Also und jetzt hat man bereits Zimmer für uns fertig gemacht. Ich finde das etwas. Ja, die gesamte Behandlung ist ein wenig komisch. Was ist denn mit Ihrem Freund und Kollegen? Wann treffen wir den denn? Das wundert mich auch. Er hätte schon längst sich mal melden können oder blicken lassen müssen. Ich mache mir langsam schon ein wenig Sorgen. Glauben Sie, wir sind vielleicht einer Falle aufgesetzt? Glauben Sie, wir sind hier in Gefahr? Nun ja. Glauben Sie, Herr Winston ist in Gefahr? Doktor, liebe Lords, ich hatte ganz kurz überlegt, den Monsieur Bisson nach Strauss zu fragen. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Bislang sind wir in dieser Konstellation jedes Mal in eine Falle getappt. Und jedes Mal hatte ein sehr geehrter Herr Strauss damit zu tun. Hallo Eddie, danke für den Raid. Hallo Leute, wir gucken Morton Manor. Sorry, bizarr. Wir sind bei 1 Stunde 1945, haben aber die Pre-Show auch geskippt. Nach dem letzten Abenteuer war es ja so, dass ebenfalls ein Hilferuf kam und wir dort vollkommen in die Misere reingegangen sind. Ich erkenne ein Muster. Ich erinnere mich. Ich ebenso. Ich nicht. Sollen wir den Barkeeper einfach nach Herrn Strauss fragen? Ich mag Ihren direkten, den direkten Weg, den Sie mittlerweile haben. Nun, ich denke, Sie werden einen direkteren Draht zur Arbeiterklasse besitzen als wir. Von daher erledigen Sie das doch für uns. Sie wissen ja, wie man mit solchen Leuten auf Augenhöhe redet. Okay. Dann gehe ich zur Bar. Ja. Nicke dem Barkeeper erstmal zu. Mal ganz kurz. Ich muss einmal kurz mit der Regie. Ich bin mir nicht sicher, ob das so erfolgsversprechend ist, denn es ist noch ein einfacher Barkeeper. Was weiß ich schon? Barkeeper schnappen sehr viel auf im Laufe ihrer alltäglichen Arbeit. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Mein Name ist Erdie Wilson. Ich bin angereist aus dem fernen London. Ich habe eine Frage an Sie, wenn es gestatten ist. Ja. Hast du nur mal deine sozialen Talente, was ich weiß? Menschenkenntnis 20, beruhigen 10, Lügen verwirren brauche ich nicht. Also nee, du hast nur bei ihm immer einen Bonus. Grundsätzlich zu Personal untereinander. Du hast immer einen Vorteil. Das ist gut. Alles klar. No. Die Frage mag ein wenig seltsam sein. Nun sind wir aber auf einem mysteriösen Fall nach Paris gekommen. Sie als Barkeeper, das wissen Sie, das wissen ich. Wir erleben sehr viel dieser... Und ich gucke mich um. Menschen. Ist Ihnen zufällig ein sogenannter Herr Strauss in der letzten Zeit aufgefallen? Strauss? Nicht, dass ich wüsste, aber wenn ich Sie wäre und einen bestimmten Herrn suchen würde, würde ich mich mal im Herrenzimmer umsehen. Die meisten Briten lieben es ja herumzusitzen und nennen wir es. Graf Monn war auch mal Barkeeper, aber dann ist ihm das Geld ausgegangen. Mal wachsimpeln. Ansonsten kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, leider. Okay. Vielen Dank. Gerne. Und widmet sich wieder seiner Arbeit. Ja.
Gut. Und was hat der Barkeeper gesagt? Ich habe ihn unmittelbar auf den Herrn Strauß angesprochen. Ich denke schon, dass er einen guten Überblick hat. Er hatte nur, weil er im Strauß hatte, nichts erfahren, aber er hat uns den Tipp gegeben, dass wir uns doch mal im Herrenzimmer umsehen. Im Ehrenzimmer? Im Herrenzimmer. Im Ehrenzimmer? Nicht, nein, Herrenzimmer. Welche Ehre? Herren. Ach, Ehrenzimmer. Okay, ich habe verstanden. Entschuldigung. Da kann man sich ja auch mal irren. Herren. Herren! Was? Nun, wir verpleppern hier unsere kostbare Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, wir haben hier einen Fall zu lösen. Und in 2 Tagen fährt unser Luftschiff bereits ab. Und wir würden unseren Ruf ruinieren, wenn wir jetzt hier ohne diesen Fall gelöst zu haben, aus dieser Stadt abreisen. Dann gehen wir doch in dieses Ehrenzimmer. Zum Wohl. Und ich würde sagen, wir trinken den Wein, weil den haben wir ja noch. Und gehen zum Herrenzimmer. Und gehen zum Herrenzimmer. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, bevor wir ins Herrenzimmer gehen, weil es gerade hervorragend passt. Wir haben eine Umfrage tatsächlich gestartet, wurde eben eingeblendet, was im Herrenzimmer so passieren könnte. Und dann sind wir nach einer kurzen Werbepause gleich wieder da und erfahren, was im Herrenzimmer vor sich geht. Kommt der Sound, oder? Hey, du. Hey, was? Was ist das? Ja, du. Ja. Und du. Du. Und du. Und du auch. Ja. Ja. Du. Du. Muss ich schon ablesen, ist peinlich. Danke. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Gracias. Wir alle von den Rocket Beans wollten uns bei dir bedanken. Denn dank deiner Unterstützung können wir das machen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, dir Spaß zu machen. Ja, recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Gerne. Wirklich, gerne. Danke. Ja. Merci. Spasiba. Arigato. Efratistopoli. Was willst du, dass ich sage? Vielen Dank. Auch von uns. Und von uns. Und von uns. Vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du... Du? Ja, du im RBSC bist. Vielen Dank, dass du im RBSC bist. Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so. Danke. Hab ich jetzt mal laufen lassen. Der ist ja immer aktuell, der Spot. Das lasse ich einfach drin. Moriton Manoir Stories. Und da sind wir wieder aus einer kurzen Pause zurück. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Nochmal die Hinweise, ihr könnt natürlich super gerne auf Social Media mit uns interagieren. Also einfach über die passenden Hashtags im Forum. Wir sind überall aktiv, schauen ganz fleißig, was es so an Fanarts, an Meinungen und an Ideen gibt. Und wenn uns irgendwas entgeht, freuen wir uns natürlich, wenn es jemandem auffällt und wir eventuell sogar noch gegensteuern können. Also seid im Chat aktiv, lasst uns wissen, was euch so einfällt, wie es euch gefällt. Und apropos Interaktion, wir hatten gerade die erste Umfrage. Regie, haben wir schon ein Ergebnis der Umfrage? Denn es ging darum, was im Herrenzimmer auf die Gruppe wartet. Oh. Haben wir schon was verpasst oder was? Also ich, vielleicht habe ich, ist mein Ohr oder sagt ihr noch nichts? Wir sagen noch nichts. Gehört. Ah, kommt. Dann machen wir sinnvoll weiter, denn ihr das euch. Ah, sehr gut. Oh, ein berühmter Boxer ist es geworden. Also. Aha. Ihr habt den Hinweis bekommen, dass wenn ihr nach jemandem, dem Namen Herrn Beste Strauß Wahl, sucht, oder? Euch das Herrenzimmer nahegelegt wurde. Habt ihr gut gemacht. Von dem Raum, von der Bar, in der ihr eben wart, gingen mehrere Türen ab. Ich glaube, Geschäftsmann oder Künstlerin, wenn ich so diese Gänge denn hinführen. Im Vergleich. Und diese Tunnels sehen immer wieder so, oder diese Verbindungsgänge sind immer so ein bisschen gewoben. Man kann immer nicht sofort in den nächsten Raum gucken, aber sie sehen immer aus wie dieses Eingangsgewölbe. Ne? Es sind so gemäuerte Halbbögen. Manchmal sind in diesen an den Seiten auch noch so Einfassungen, auf denen noch Dinge liegen und so. Es hat alles ein sehr gewölbes, tiefen, muffigen Gemäuer. So ein Gemäuer-Flair hat das alles. Und als ihr euch in Richtung des Herrenzimmers aufmacht, am Anfang ist der Flur noch, ihr hört noch die Musik aus der Bar, die mit der Zeit aber dann so ausklingt. Und in diesen Nischen sind immer mehr auch so Bilder von großen Denkerinnen und Denkern. Ne, hier und da stehen Bücher und so. Und dann kommt ihr in das Herrenzimmer. Im Herrenzimmer ist läuft so fast Marschmusik. Sehr martialischer Raum. Überall stehen so große Eichentische, an denen Herren sitzen und zu debattieren, sich zu unterhalten scheinen. Hier und da liest jemand und so. Und in der Mitte des Raumes steht ein Mann in so einer stramm gezogenen, so einer guten gestreiften Boxerhose und scheint in die Luft zu boxen, ne, in alle Richtungen, während drumherum Leute so applaudierend dem zuschauen. Ihr steht also in diesem Raum. Was tut ihr?
Ich weiß nicht, ob Herr Strauß hier ist, aber seine Musik ist in jedem Fall da. Gut. Sehr gut. Ja. Darauf ein Stück Gölzler. Hast du Käse mitgenommen? Ja, natürlich. Immer ein bisschen Gölzler damit. Ihr könnt nicht sofort jede Person sehen, die so im Raum ist, ne? Weil es sind auch teilweise riesige Ohrensessel, in denen die Leute sitzen, die mit dem Rücken zu euch sitzen. Erste Schätzung, vielleicht 10, 15 Leute im Raum. Es ist jetzt kein riesiger Raum, aber schon groß genug, dass er ein paar Ecken hat, sich ein bisschen verbeugt. Sind da Gemälde? Ja, an den Wänden sind überall Gemälde, gepflastert mit Gemälden. Du erkennst hier und da ein paar berühmte Persönlichkeiten, so aus der Pariser Szene, Autorinnen. Es ist wirklich wild gemischt. Und eine Menge Leute, die du nicht kennst. Stéphane Gardet, der Erbauer von allem. Ja, man sagt, einer der talentiertesten Architekten. Herzschlag. Es ist einer der weltbesten Brettspieler der Welt. Und sehen Sie dort, der berühmte Lampenmanufakturbesitzer. er hat die Lampen groß gemacht. Philippe Gardet. Ja. Haben Sie Lampen oder Lappen gesagt? Lampen. Tatsächlich ist er auch bekannt dafür, dass er enorm viele Lappen produziert hat. Nun. Meinen Sie damit seine Kinder? Oder? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nun, jedenfalls. Ich wollte nur eins sagen. Ich bin so, das ist genau mein Ding so. Ich habe ja früher auch geboxt. In Oxford. Als ich studierte. Oxford. Das hört offensichtlich hier. Hört. Ich mach schon so, das ist aber gut hier. Wo kann man denn hier? Da haben, glaube ich, 4 Leute den gleichen Gag gemacht gerade, oder? Ja, jemandem ordentlich. Inklusive mir. Was auf die Schnauze. Jemand tritt zur Seite und scheint dir so die Richtung zu weisen, in Richtung des Boxrings, wo der Typ hat. Alle Sie? Doch, Boxring, oder? Ich würde sagen, versuchen Sie doch Ihr Glück. Kreis, wo so Stühle stehen, manche schauen zu, andere weniger und so. Insgesamt ist die gleiche komische Energie, die in der Lobby war. So eine leichte, so ein Desinteresse an allem. Na, ihr würdet es nicht mal als so snobby deuten, sondern wirklich so, die Leute scheinen einfach so ein bisschen abgebrüht. Ich würde sagen, nur weil er 50 Jahre jünger ist, heißt das doch nichts. Gehen Sie doch mal hin und versuchen Sie Ihr Glück. Das kann ich in Erfahrung aufwiegen. Sie wissen schon, dass ich gleich die Wette gewinnen werde, wenn Sie ihn so weiter anstacheln. Winston, wo sind meine Handschuhe? Ein bisschen Schwund ist immer. Ich gebe mir den Backstein darin. Ja, hey, gut, Kraft, dann schlage ich den Mann eben ohne Handschuhe. Bare-Knuckle-Style. Also du gehst wirklich hin und willst mit ihm... Okay. Aber ich bin ein wenig älter, bitte. Vor dir steht... Fassen Sie mich zart an. Ziemlich an, ne? Also der Mann ist gebaut wie so ein Dreieck. So, ne? Ist halt wirklich so dünne Beinchen in seiner komischen rot-weiß gestreiften Hose, die er wirklich so bis unter die Nippel hochgezogen hat. Steht halt so, natürlich so ein Klischee. Schnurrbart, der sich so dreimal kringelt. Einmal mehr als deiner. No! Oh, schaut dich halt so an und ne, sein Nacken ist wahrscheinlich so das Beeindruckendste an ihm, denn er hat quasi keinen. Das ist so eine Muskelwulst, die von Schulter direkt in den Kopf übergeht. Der wird ja jedes Mal ganz biologisch stärker. Beeindruckt. Das ist interessant. Ja. Hallo, junger Mann! Ja, mein Charakter. Quasi David Shepard, vielen Dank. Schon mal so, oh, was willst du denn, du Wicht? Und dann merkt er steht eigentlich nur so eine Ringbegrenzung gegenüber und das ist gar nicht die Person. Und dann dreht mich rum. Jemand nimmt das Fass so an die Schultern und dreht dich so in seine Richtung. Ich sehe plötzlich, wir eine Fleischwand. Wo ist denn? Der Einsatz, der Einsatz? Brüllt jemand aus der Menge. Ich sag, 100 Pfund gegen den Alten! Klasse Wins! Nein, warum die beiden? Klasse Wins! Warum boxen die beiden? Um die Ehre und Geld? Um das Privileg. Um diesen Ring? Das Privileg scheint ganz gut. Oh, Privileg. Welches Privileg? Ja, wir wissen doch wohl alle, welches Privileg ich hier beide. Du triffst die Leute an einem wunden Punkt. Keiner möchte zugeben, dass er nicht weiß, welches Privileg. Also ich wusste von Anfang an, welches Privileg. Sehr gut. Ey, Hauke reagiert echt gut in solchen Situationen, dass er das halt mitmacht und nicht da jetzt einfach so, sondern er geht darauf ein, macht die Idee größer und das macht er gut. Deswegen macht es auch Spaß, dass er sich einfach darauf einlässt. Nun, bevor hier die Fäuste fliegen, noch kurz eine Frage. Ich spreche den Boxer an. Mhm. Dürfte ich, bevor Sie den Lord Mon töten, kurz fragen, wie ist Ihr Name? Brutus. Brutus, das ist kein Name. Sie sind doch kein Hund. Was ist denn Ihr Name? Piffy. Nun, mein Name, haben Sie sicherlich schon gehört, mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Ja, der Autor von Der Aufschneider. Hast du irgendwas, das
theoretisch machen könnte, dass er dich kennt. Rede gewonnen? Oder so, dass er mich kennt? Ah, moderne. Nee, das moderne Apparatur. Ich dachte, du hast vielleicht irgendwie. Angeln. Nee. Angeln vom Angelclub. Hallo, Herr Serac. Ja. Ich muss gestehen, großer Fan. Ich habe immer davon geträumt, ihn eins auf die Schnauze zu hauen. Es war ein besser. Entschuldigen Sie, pardon moi. Kleines Steckenpferd von mir, man könnte fast sagen, Norbi. Nun, ich würde sagen, lassen Sie doch Ihre ganzen Aggressionen freien Lauf. Aber das mit uns geht doch Hand in Hand. Ich knock Sie aus, Sie holen Sie zurück. Ja, das ist leider schon lange her, dass ich das getan habe. Nun, Spaß beiseite, Sie sind ein sehr sportlich adretter Mann. Ich habe selten solche Muskeln gesehen. Geht es doch dort mit allen mit rechten Dingen zu? Ist das nur über Gewichte stemmen? Darüber reden die nicht. Oh, dieses von der Hauke, dieses das will man nicht. Das, das will man nicht hören. Ich gerne. Die wissen ja gar nicht. Selbstverständlich. Jeden Morgen 8 Pfund Porridge, runter mit 2 Liter Buttermilch und dann Bäm! Bam! Bam! Das klingt nach einem guten Trainingsplan. Ich hätte trotzdem noch eine Frage. Trainingsplan? Das Frühstück! Was machen Sie denn hier? Es sieht nicht aus wie ein Ort, wo man sich boxt. Als du ihn fragst, was er hier macht, ist er tatsächlich einen Moment irritiert. Boxen? Monsieur, aber es ist doch niemand hier, mit dem Sie boxen. Bis jetzt! Würfel mal auf Psychologie. Du hast 50. Ich hab 50. Also unter 50, ja? Ja. Nice. Er scheint ehrlich verwirrt. Also er scheint keine Antwort zu wissen auf die Frage. Also hast ihn wirklich, hast quasi so einen wunden Punkt in seinem Hirn getroffen gefühlt. Also es ist wirklich so ein Moment, ist stöhnt dann, zum Boxen bin ich hier. Ja, das hatten wir gerade schon. Ich glaube, Sie haben ein paar Schläge in Ihrer Karriere abbekommen, kann das sein? Also meistens teile ich aus. Oh. Ich würde mich vielleicht besser nicht mit ihm anlegen. Ich will auch nicht hier plötzlich ersticken. Aber es geht doch um die, um was ging es nochmal? Privileg! Privileg! Es ging ums Privileg. Ich kann nicht, nur nicht zurückstecken. Kommen Sie her, ein fairer Kampf! Komm! Ich kann nun jetzt nicht zurückstecken. Okay, würfel mal auf. Hast du Boxen oder du hast Karate oder so? Nee, sollte ich nicht. Also ich meine, ist okay. Naja, also. Du kannst machen. Du hast eben gerade gesagt, dein Charakter hat gesagt, ich soll rennen, deswegen ich. Wenn ihr mich jetzt. Dann zieht mich. Also ganz kurz, bevor wir gleich. Oder soll ich meine Knarre ziehen? Nein, der Typ übt seine Beinarbeit. Das so kämpfe ich immer. Nee, ich möchte mit ihm kämpfen. Komm, ich möchte mindestens einmal. Nein, jetzt, komm. Es Würfel auf. 79 Jahre. Und dir werde ich heute auch noch eine verprügeln. was? Hört, hört. Sie aus der Menge. Ums Privileg. Geben Sie schon mal das Geld her, Mr. Tesseract. Karate 20. Noch ist nichts verloren. Hast du nur Karate, sonst hast du keine. Unterschätzen Sie mir Gravmon nicht. Also ich habe wirklich nur Karate 20, ja. Würfel mal. Verstecken 45. Du hast auch Rücken minus 5. Ne? Was ist mit Rücken? Ja, wird das jetzt schon relevant? Also habe ich Karate 15 eigentlich. Würfel mal Karate. Ja, 20. Karate hast du dann. Alter, das wird zu nehmen wir mal Karate 20. 65. Ja, oder was ist es? Ja. Ich glaube 55 oder 65. 65 ist es. Ja, er macht offensichtlich so einen kleinen Probeboxer. Trifft dich wirklich so frontal einfach so paps ins Gesicht. Also, komm, er schlägt noch nicht mal hart. Er ist wirklich mehr so, für ihn ist das noch mehr so auf wie am Luftboxen. Und er ist so pap, direkt ins Gesicht. Und du bist halt wirklich so. Na, es haut dich auf die Bretter, du verlierst 20 Lebenspunkte. Ja, bis bei 60. Oh, das war ja wundervoll. Vielen Dank. Vielen Dank. Die ganze Runde. Jemand klopft so ins Glas. Oh. Erste Runde vorbei! Sie haben mal wieder gewonnen, was soll ich sagen? Ich greife in meine Brieftasche und gebe. Danke, verwahren Sie das bitte für mich. Denken Sie an meinen Anteil. Ja, ich nehme das Geld und will auch kämpfen. Oh, was? Okay, jetzt was? Also du stellst hier. Ich ziehe Gravmon tatsächlich erstmal so ganz schlecht hoch und stelle ihn einfach so nicht mehr an die Wand. So. Aber würde ihr auch irgendwas kämpfen? Guck ich den Boxer an? Nick kann zu. Der boxen? Und dann gehe ich auch rein. Also er mir hoch und dann gehe ich rein. Okay, auf Würfel machen. Ich würfel auf Faustkampf 45. Ui, geil. Oh, nice. Faustkampf 45. Gut.
Na. Ach, Scheiße! Oh, ihr tänzelt beide ein bisschen, du holst aus und schlägst nach ihm, aber er huscht so nach hinten weg. Hoho! Würfel mal nochmal. Ja, eigentlich streng genommen wäre das wahrscheinlich jetzt, wenn man so wirklich strengen, pedantischen Spielleiter hätte, wäre das wahrscheinlich jetzt auch ein Moment, wo man sagen würde, es ist ein Unterschied, ob du 45 gegen irgendeinen 15-jährigen, weiß ich auch nicht, Gärtner, keine Ahnung, gegen halt irgendeinen so normalen Typen hast oder gegen einen Schwergewichtsboxer. Da muss ja eigentlich der Wert auch nochmal halt einfach erschwert werden. Hat er aber nicht. Von daher hätte Booty realistische Chancen gehabt, ihn vielleicht sogar richtig auszunocken. 16. Oh. Ist aber jetzt Glück gehabt. Ja, er schlägt nach dir und wirklich so ist richtig schneller Schlag. Das ist nur seine linke offensichtlich. Huscht so an deinem Kopf, weil du kannst gerade noch so zur Seite und du merkst, dass wo der hin langt, da wächst kein Gras mehr. Okay. Danke. Das ist einzig richtige Entscheidung. Sehr. Und ich verbeuge mich. Ich verbeuge mich und halt ihm nur so die Faust halt hin. Oh. Oh nein. Oh nein. Er boxt dir so auf die Faust. Und du verlierst 10 Lebenspunkte. Alter, ey. Okay, alles gut. Ich habe die Hälfte. Nun, Lord Henry, ich würde sagen, Sie sind dran. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich würde mich ganz gerne hier einmal umsehen. Und ich bin etwas misstrauisch, etwas irritiert über das Verhalten und die Anwesenheit dieses Boxers. Mhm. So würde ich mich gerne in diesen Räumlichkeiten einmal umschauen und sehen, ob ich noch andere Absonderlichkeiten aufspüren kann. Mhm. Also du guckst dich in dem Raum um und dir fällt auf, es sind 3 Türen in dem Raum auf jeden Fall. Ne? Die eine, durch die ihr gekommen seid, und 2 weitere, so Torbögen durch die, mit Türen, durch die man gehen könnte. Ungewöhnlich ist weiterhin ja, das Verhalten der Leute, weil manche sitzen zwar in dieser Runde und gucken zu, andere nicht, wieder andere interessiert das überhaupt nicht, was hier passiert. Und er ist schon so das Sonderbarste im Raum, weil er steht halt wirklich mitten im Raum, wurden offensichtlich ein paar Tische zur Seite geschoben und ne, man sieht auch nicht, ob er mit irgendwem anders gekämpft hätte vorher oder so. Er boxt halt so in der Luft rum, quasi. Werte Herr, er scheint ganz amüsiert durch die Kämpfe mit euch. Also er scheint nicht feindselig oder so. Darf ich Sie etwas fragen, so ein... Also Brutus willst du fragen? Brutus, Sie... So ein kräftiger Sportler wie Sie, die sind doch sicherlich... Oh. Du hast das Talent und ist immer nicht schlecht, kann man wenigstens mal dafür. 28, ja. Okay. Er fühlt sich durchaus geschmeichelt, also er ist ganz angetan. Nun, ich würde wetten, Sie boxen ja hier nicht auf Kreisliga-Niveau, sondern jemand wie Sie, der kämpft doch sicherlich um die großen Gürtel, möchte ich mal meinen. Ich boxe auf Friedhofsniveau. Nun, da würde mich doch etwas Ihre Biografie interessieren. Wo kommen Sie her? Wie hat es Sie hierhin verschlagen? Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern können? Ja, in den Club gegangen und... Und dann? Meine Freundin war... Ihre Freundin, war sie auch in diesem Club? Ein Café. Ja, und dann habe ich geboxt. Okay, also ich fasse zusammen. Sie waren mit Ihrer Freundin im Café. Das war das Letzte, an das Sie sich erinnern. Und dann sind Sie jetzt hier... Wie heißt Ihre Freundin? Genau, zum Boxen, ja, zum Boxen bin ich wie da. Wie heißt denn Ihre Freundin, werter Herr? Zum Boxen bin ich eigentlich. Ja. Nun, ich glaube, er ist zum Boxen hier. Ich glaube, er ist. Ich habe das eben auch bemerkt. Er ist irgendwie verwirrt. Er ist nicht, es scheint, als ob er nicht ganz anwesend ist. Soll ich mal versuchen, ihn zu untersuchen? Das, denke ich, wäre angemessen. Ja, wenn du möchtest, kannst du versuchen, ihn zu untersuchen. Sie sind halt super gespielt, oder? Von Hauke finde ich auch. Der schafft es, diese Charaktere zum Leben zu erwecken und auch immer. Ja, also, wie er innerhalb kürzester Zeit zwischen diesen Charakteren wechselt und die auf eine Art und Weise darstellt, dass sie wirklich lebendig werden im Kopf und glaubwürdig sind. Das ist echt Hammer. Boxer haben sie ja schon bestimmt viele Kämpfe hinter sich. Da ich Arzt bin. Eine Menge Siege! Ja, natürlich, aber trotzdem bleibt es nicht aus, dass man vielleicht auch mal getroffen würde ich ihn anbieten, gratis mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich bin ja, doch, ja schließlich. Eben, ja, stimmt, er hat eben geglaubt. Ja, doch, er kennt dich ja. Ja, er kennt seine. Okay, dann Medizin 100. Also würde ich mal so in die Augen. Würfel mal drauf, weil es kann immer noch ein kritischer Erfolg oder ein Misserfolg sein. Medizin 100. 31, das ist ein kritischer Erfolg in deinem Fall, weil du 65 Punkte von deinem entfernt bist. Ja, du untersuchst ihn ganz regulär. Ja, ich guck so in die Augen und nehme so den Kopf so ein bisschen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Okay.
Okay. Also erstes, also offensichtlich, er ist wirklich Sportler. Das würdest du sagen, nach dem Körperbau, nach dem, wie seine Muskeln so verteilt sind. Er hat durchaus eine Historie. Diese Muskeln sind echt. Was will ich Als du allerdings sagen? Anfängst, so ein bisschen seine Augen zu testen und so, ne, Reaktion, er verwirrt einfach. Also er wirkt, als ob irgendwie ein bisschen geistig umnebelt, verliert oft den Fokus, während du versuchst, mit ihm auch irgendwie so Tests zu machen. Er reagiert sehr spät auf Geräusche. Also er wirkt einfach insgesamt verwirrt. Es ist merkwürdig. Es scheint fast, als ob der... Ich weiß nicht, ob das eine Hypnose ist oder eine psychische Krankheit oder vielleicht auch ein Schlaganfall. Es könnte auch ein bisschen dehydriert und unterernährt, würdest du sagen. Also nicht schlimm, aber du merkst so leicht dehydriert, hat offensichtlich lange nichts gegessen, lange nichts getrunken. Könnte damit zusammenhängen, könnte auch nicht. Es passt nicht ganz zusammen, die Energie, die er durch das Boxen hier ausstrahlt, aber seine geistige Erschöpftheit, ich weiß nicht, wie das zusammenpasst. Lassen Sie mich etwas probieren. Und mein Charakter geht zu diesem Grammophon und macht so ein scratchendes also ich will es ausmachen, aber es macht die Musik aus. Dann hört die Musik aus. Okay, Musik hört einfach auf. Sieht aber nichts. Niemand scheint das wirklich groß zu interessieren, was du gemacht hast. Ich dachte, dass wir vielleicht durch die Musik beeinflusst werden, wie in einem schlechten Roman, den dein Spielleiter geschrieben hat, der krank war und nicht ganz klar. Niemand mag Strauß. Ja. Insofern, kein Verlust. Muss man dazu sagen, dass dieser Soiree Bizarre Abend wurde verschoben, weil Hauke ja einfach richtig krank war. So, Punkt. Nun, ich würde gerne mal gucken, ob da noch andere einfach, also ob mit anderen Leuten vielleicht reden, die auch und schauen, ob die auch so ein bisschen verwirrt sind. Kannst du machen, ja. Also du kannst. Ich würde gerne mal jemanden ansprechen. Okay, ja. Sprich einfach jemanden an. Sagen wir, da ist eine Gruppe, da sitzen zwei Leute in so Sesseln, scheinen sich miteinander zu unterhalten. Guten Tag, die Herrschaften. Das freut mich, Sie hier in diesem Herrensaal begrüßen zu dürfen. Tag. Wo kommen Sie her? Wir unterhalten uns ganz nett und sind heute zum Feiern hier. Ja, und wo sind Sie ansässig? Der eine von beiden überlebt. Paris, sagt der eine. Ah, Paris. Das ist ja der ganze... Der andere stimmt dann so, ja, doch, Paris. Und wie oft waren Sie schon hier? Erste Mal. Der andere stimmt, ich bin zum ersten Mal heute hier. Und toll, es gefällt mir, grundlos super gefällt es mir. Und wie lange sind Sie schon hier? Die Zeit verfliegt, ja. Ich würde sagen, gerade ist angekommen. Wir können aber auch schon ein bisschen, also... Jetzt, wo du beide anguckst, haben auch schon so ein bisschen so 3-Tage-Bart, leichten Bartansatz, wirken auch ein bisschen ausgemergelt. So. Oh. Nun, ist Ihnen bewusst, dass Sie eventuell schon seit einigen Tagen hier drin sind? Eine Feier! Und aber nicht ohne uns zwei! Was würden Sie sagen, ist so die Tätigkeit? Was machen Sie hier die ganze Zeit? Ja, sozialisieren. Also man unterhält sich ganz nett. Wir sind mit unseren... Freundinnen hier? Im Herrensaal. Also jetzt nicht hier irgendwo oder guck den anderen so an. Denk mal, also ja. Ja. Und wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Heute gerade eben, ein bisschen her. Also, Was ist hinter diesen drei Türen? Es steht oben über den Türen tatsächlich. Ja, da geht's zum grünen Salon, hier zum Fumoir, von da aus dann auch das Café natürlich. Und hier geht's an die Bar. Na, da kommt ihr her, ne? Gut, was macht man im grünen Salon? Im grünen Salon, ist der grüne Salon, Verbindungsraum um andere Räume. Gefiel mir ganz gut, ich glaube, ich auch, oder? Gut, vielen Dank für das anregende Gespräch. Ja, danke, danke. Und widmen sich sofort wieder einander und unterhalten sich. Eine Frage, wenn man sich hier umguckt. Also ey, ist das bei euch manchmal so, wenn ihr das so guckt, und insbesondere, wenn man das vielleicht zum zweiten oder dritten Mal oder whatever guckt, dass ihr denkt so, boah, sind die langsam oder wieso kommen die denn da nicht drauf? Oder wisst ihr, was ich meine? Habt ihr manchmal das Gefühl, wir sind ein bisschen doof? Oder geht's? Ne? Nicht mehr. Geht. War früher schlimmer, ja. Kaffeeszene, ja, ich weiß. Ja.
In Character ohne Powerplay, ja, ne? So kann man das rechtfertigen, finde ich auch. Das gehört dazu. Es geht zwar gerade noch so, aber es geht, sagt Brooklyn. Ja, alles klar. Nur der eine Raum, wo nicht gelogen werden darf. Ja, da haben wir, ja. Aber ich finde, darauf können wir uns einigen, dass wir einfach kein Powerplay machen. Wir sind in Character. Wir müssen das so spielen. Guck mich um. Sehe ich Frauen in diesem Raum? Nee, im Herrenzimmer sind tatsächlich keine. Aber in der Bar Frauen. Waren welche? In der Bar waren Frauen, ja. Dude, was halten Sie davon, wenn wir einfach diese Katakomben... Nee, gar nicht. Mir geht es eher so, dass ich beim zweiten, dritten Mal gucken, Sachen checke, die ihr sofort erfasst habt. Das ist der letzte Kommentar, den ich zu diesem Thema lese. Abenteuerlustige Männer, die wir sind, erkunden gehen. Aber da werden wir ganz sicher bald draufgehen. Es ist der grüne Salon. Na gut, dann haben Sie mich damit überzeugt. Der Boxer... Wie schwarzen Salon gibt's auch, habe ich gehört. Da gehen wir danach hin. Herr Tesserak, wenn ich kurz... ich hab deinen Akzent schon wieder geklaut. Herr Tesserak, eine Frage. All diese Leute scheinen mir doch etwas seltsam zu sein. Sind Sie... Kennen Sie sich aus mit der sogenannten Tanzkrankheit, die ja in gewissen Arealen Londons grassiert hat? Zu einer Zeit, kennen Sie sich zufällig damit aus? Sagen Sie einfach ja. Ich habe davon gehört. Vielleicht ist hier etwas Ähnliches, etwas ganz Ähnliches am Werke. Diese Leute sind doch offensichtlich schon seit Tagen am Feiern. Das ist okay, wenn man jung ist. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr gesund für diese Menschen hier. Hier geht etwas Seltsames vor. Oder, Herr Winston? Nun ja, alle Personen in diesem Etablissement ähneln ihrer Person sehr, sehr deutlich. Es geht mit absoluter Sicherheit nicht mit richtigen Dingen hierzu. Sie sind alle herausragend, gut aussehend und gut im Boxen? Verwirrt. Ich war noch nie Wirt. Ich gucke tatsächlich zu Brutus. Also ich drehe mich nochmal zu... Lässt du die Musik übrigens aus? Also naja, das war ja nur so eine... Ich dachte wirklich, ich bin da was ganz Heißem auf der Spur, aber ihr könnt sie gerne wieder anmachen. Ja, okay, können wir wieder anmachen. Wollt der Regie jetzt nicht da... Okay. Ich drehe mich tatsächlich zu Brutus. Ja? Lieber Lord Brutus, hätten Sie vielleicht die Ehre, uns durch dieses Etablissement zu führen? Mit Ihnen an der Seite und unserer Konstellation können wir Ihnen bestimmt auch etwas Schönes zeigen und Sie können uns gegebenenfalls beschützen. Wo wollen Sie denn hin? Also? Wir zahlen gut. Geld? Erstmal in den grünen Salon. Und danach könnten wir eventuell, wie Sie angemerkt haben, auch zum schwarzen Salon. Kann man schon. Also. Ja, kommen Sie mit! Sein muss. Ja, kommen Sie doch mit! Es muss sein! Eine ganz fantastische Idee. Er wirkt ein bisschen verwirrt, aber ja, wahrscheinlich. Wie Hauk auch immer dann so, und auch wie er immer so diese Hände so hochnimmt, weil er so quasi in den Charakter reingeht und automatisch kommen die Hände hoch. Kommen Ja, nice! Okay, wenn das einfach. Gut! Sie sind nun unsere Bewachung. Unsere Security. Oh, das gefällt mir besser. Ja, ohne sie wären wir völlig wehrlos. Ja, also es gibt eine Tür, über der steht grüner Salon. Ja, dann gehen wir da hin. Ja, mit Brutus. Okay, geht an die Tür. Ist verschlossen. Ihr geht an die Tür. Verschlossen. Ist das nicht das allerbeste vorläufige Schlusswort, was man sich überhaupt nur wünschen kann zu diesem React? Die Tür ist verschlossen. Ob wir sie aufkriegen, wie wir sie aufkriegen, wann wir sie aufkriegen und was dahinter ist, das erfahrt ihr morgen. Morgen ist Mittwoch, laut meiner Zeitrechnung. Und da werden wir genüsslich weiterschauen. Also gönnt euch eine Mütze Schlaf. Und morgen geht es genau an dieser Stelle weiter. 1:47:04. Und dann gucken wir die restlichen 2 Stunden am Stück und überlegen, was passiert. Und sehen, was passiert. Und überlegen auch, was passieren wird und inwiefern wir uns noch dran erinnern. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Was ist eure Lieblingsszene in diesem Pen and Paper? Und wo rankt ihr das Pen and Paper in eurer persönlichen Pen and Paper Ranking List? Schreibt's mir. Macht's gut.